Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in der Evangelischen Akademie auf dem Frankfurter Römerberg. Eine der ersten Veranstaltungen wieder mit Publikum vor Ort. Und ich begrüße Sie alle, die Sie hier sind und vor allem auch alle die, die zu Hause sind und uns zuschauen. Und ich bin wirklich überwältigt über die Bandbreite an Teilnehmenden, die wir heute Abend zu Hause mit dabei haben, aus der Gesundheitsbranche, aus unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, das wird ein spannender Abend. Die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitswesens gegenüber Krisen, so lautet der Titel unseres heutigen wirtschaftspolitischen Forums. Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, warum wir dieses Thema gefunden haben. Das Gesundheitswesen ist während der letzten 20 Monate in all unser Blick geraten. Und ich möchte auch mich bedanken bei dem Arbeitskreis Wirtschaft hier der Evangelischen Akademie. Gemeinsam mit mir haben die Mitglieder des Arbeitskreises die Veranstaltung heute Abend vorgestellt. Und ich begrüße Sie auch im Namen des Vorsitzenden unseres Arbeitskreises, Heinz-Thomas Striegler, dem Finanzdezernenten der EKHN. Herzlich willkommen, er ist heute Abend auch hier im Saal vertreten. Auch herzlich willkommen unseren wunderbaren Referenten, die Ihnen auch noch gleich gesondert vorgestellt werden. Herr Professor Beivers, Dr. Horneber, Frau Schäfer, herzlich willkommen. Und vor allem möchte ich begrüßen Dorothee Holz. Frau Holz wird heute Abend die Moderation übernehmen und ich werde auch gleich an Sie abgeben, bevor ich noch ein paar kleine logistische Dinge erkläre. Dorothee Holz, die meisten von Ihnen, die sich für Aktien und die Börse interessieren, werden ihr Gesicht kennen aus dem Hessischen Rundfunk, wo sie aus dem Börsenstudio berichtet. Ich bin froh, dass wir heute Abend so eine erfahrene Wirtschafts- und Finanzjournalistin für dieses Thema gewinnen konnten. Bevor ich jetzt gleich übergebe, noch ein kurzer Hinweis. Wir sind also sehr gespannt auch auf die Fragen, die Sie haben, die hier im Raum mit dabei sitzen oder zu Hause jetzt vor den Monitoren. Und der Chat ist freigeschaltet. Sie dürfen also ab sofort schon Ihre Fragen eingeben, am besten kurz und prägnant, müssen sich aber dann ein wenig gedulden, das Zeitfenster, was wir vorgesehen haben für die offene Diskussion, beginnt etwa ab 20.30 Uhr. Und last but not least, bevor ich jetzt hier abtrete, möchte ich natürlich auch unserem Förderer und Kooperationspartner besonders danken, der Evangelischen Bank, vertreten hier durch Christoph Hochkirchen, der heute Abend auch hier im Saal ist. Ohne diese Zusammenarbeit würde es solche Veranstaltungen wie diese auch in der Zusammensetzung nicht geben. Ich bedanke mich auch da für die tolle Unterstützung und Mitarbeit. Jetzt aber übergebe ich die Staffel an Dorothee Holz. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Fröhlich, und auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Es ist tatsächlich ein ungewohntes Bild, Menschen vor sich zu sehen und nicht hinter Teams-Konferenzen mit ganz vielen zu konferieren. Durchaus fruchtbar, aber das hier finde ich ganz toll. Natürlich willkommen hier vor Ort und natürlich auch zu Hause vor den Monitoren. Ja, das Thema ist tatsächlich Widerstandsfähigkeit des Gesundheitswesens gegen Krisen und aber auch in Krisen. Wie resilient ist eigentlich unser Gesundheitswesen? Wir stecken ja immer noch in einer Krise, die sich vor 1,5 Jahren wirklich, glaube ich, niemand vorstellen konnte. Und offensichtlich hat das deutsche Gesundheitssystem diese Krise doch ganz gut gemeistert. Das besagt zumindest das Healthcare Barometer 2021 der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Danach ist die Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem um 20% gestiegen gegenüber dem Vorjahr und 72% der Befragten haben gesagt, das Gesundheitssystem, das deutsche, zählt zu den besten der Welt.
Dazu im Widerspruch scheint aber zu stehen, dass gerade die Pandemie die Schwächen dieses Systems doch wirklich offen zutage hat treten lassen. Sinnbild dafür ist gewiss die Zettel- bzw. die Faxwirtschaft der Gesundheitsämter. Und es gibt noch einen besorgniserregenden Befund, dass die Kosten im Gesundheitssystem tatsächlich aus dem Ruder laufen. Und zwar schon im kommenden Jahr ohne gewaltige Steuerzuschüsse könnte ein Kollaps tatsächlich nicht verhindert werden. Das schreit also nach Reformen, um das Gesundheitssystem zukünftig auch gegen Krisen, die ganz anders sein werden, sein könnten als die Corona-Pandemie und die ganz sicher kommen, wirklich gut aufzustellen. Und das herauszufinden, wollen wir natürlich mit unseren Gästen darüber diskutieren. Ich möchte vorstellen, Dorothea Schäfer, sie ist CDU-Politikerin, seit 2017 im Landkreis Mainz-Bingen, unter anderem im Kuratorium, es gibt noch viele andere Dinge, die sie tun, aber unter anderem im Kuratorium der Technischen Hochschule Bingen. Als Landrätin ist sie auch für Katastrophenschutz, Rettungsdienste verantwortlich und diese Systeme sind ja tatsächlich auch in der Corona-Pandemie auf die Probe gestellt worden. Dann Herr Dr. Horneber, Markus Horneber, sein Weg führte vom Geschäftsbereich Halbleiter der Siemens AG, wo er leitende Funktionen innehatte, 2012 zum Vorstandsvorsitzenden des Gesundheitskonzerns Agaplesion, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft und Einrichtung der evangelischen Kirche. Und davor war er kaufmännischer Geschäftsführer der Klinikum Chemnitz GmbH. Und schließlich Professor Dr. Andreas Beibers. Herr Beibers ist seit 2010 Professor für Volkswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius in München, außerdem Lehrbeauftragter der TU München. Er ist im Aufsichtsrat des Klinikum Darmstadt sowie Mitglied und Vorsitzender verschiedener Schiedsstellen, also mit anderen Worten ein ausgewiesener Fachmann. Ja, um über Lösungen zu sprechen, die wollen wir nämlich ansprechen und auch hoffentlich finden, suchen und finden, muss man natürlich auch die Probleme ganz klar skizzieren. Und das tut jetzt Professor Beibers in seinem Impulsvortrag. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche, nette Anmoderation. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin heute aus Köln zu Ihnen gekommen, bin ja gebürtig Münchner, aber bin sozusagen vom Land Hessen berufen, bin also hessischer Hochschullehrer, zumal die Hochschule Fresenius hier ihre Wurzeln in Wiesbaden hat. Das heißt, es ist ein Homecoming für mich und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute vor Ihnen hier sprechen darf. Und ich bin Volkswirt und Gesundheitsökonom und die werden ja eigentlich immer dann gerufen, wenn die Knappheit droht. Sie hatten es so schön angesprochen und die werden dann auch oft geschimpft, die Ökonomen, wenn die Knappheit droht. Ich sage immer, es ist wie bei den Ärzten. Die Ärzte diagnostizieren ja auch nur Erkrankungen und versuchen, diese zu heilen. Und so ist es bei uns Gesundheitsökonomen. Wir diagnostizieren die Knappheit und versuchen, Rezepte zu verschreiben. Allerdings werden wir oft für die schlechten Nachrichten nicht unbedingt geliebt, aber so ist es eben seit der Antike mit den Erbringern oder Überbringern schlechter Nachrichten. Und es bleibt in meinem kurzen Impuls und ich versuche, bei einem kurzen Impuls zu bleiben. Ich sagte schon, es ist immer gefährlich, Hochschullehrern das Wort zu erteilen. Natürlich auch so ein bisschen in der volkswirtschaftlichen Makroschiene. Denn was ist eigentlich so die Großwetterlage? Und da möchte ich ganz gern bewusst vor die Pandemie zurückblicken. Meine These ist nämlich, dass die Pandemie nichts anderes als ein Multiplikator und Akzelerator, hätte Keynes gesagt, einer Krise ist, auf die wir ohnehin zugesteuert werden. Was heißt Krise? Herausforderung, auf Neudeutsch klingt es besser. Wir haben in den Jahren 2018, 2019 richtig gute Jahre hinter uns. Wir sprechen seit 30 Jahren über den demografischen Wandel und der existiert und passiert ja auch. Aber auf dem Arbeitsmarkt ist es sicherlich in den Krankenhäusern, in vielen Betrieben schon angekommen. Aber noch nie hatten wir so viele Erwerbstätige in der Bundesrepublik Deutschland seit Gründung 1949, also in den Jahren 2018, 2019, mit rund 43 Millionen Vollbeschäftigung. Steuerüberschüsse, Überschüsse im Gesundheitsfonds. Ein historisch einmaliger Moment, wo man direkt Lust hätte, Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin zu sein. Herr Jens Spahn hat es auch eine Zeit lang genossen, bis die Pandemie kam. Dann war es schnell Schluss mit dem Genuss, wenn man in politischer Verantwortung steht. Denn eins ist klar, wir hätten ohne der Pandemie, und das wissen wir, eine gute Restlaufzeit noch gehabt. Das klingt jetzt so blöd, Restlaufzeit der guten fetten Jahre. Denn wir wissen, dass die Babyboomer-Kohorten ab 2024, 2026 stark in Rente gehen, dass dann die Grundlohnsumme, wir haben ja ein bismarcksches Sozialversicherungssystem, das sozusagen am Tropf der sozialversicherungspflichtigen Einkünfte hängt, dann in Probleme kommt.
Auf der einen Seite haben wir den Segen, dass vielleicht Digitalisierung und Industrie 4.0 uns helfen kann, aber der KUKA-Roboterarm ist halt wahrscheinlich nicht bei der AOK Hessen versichert. Das heißt, das sind richtig große Probleme, die auf uns zukommen, und wir hätten jetzt noch vier, fünf Jahre Restlaufzeit gehabt bis 2026, wo wir ohne der Pandemie hätten mit Steuerüberschüssen noch investieren können in die Zukunft. Investieren in neue Krankenhausbauten, in digitale Infrastruktur, um dann für die großen Herausforderungen gewappnet zu sein, um technologische Innovationen zu nutzen, auch digitale technologische Innovationen, Neuversorgungskonzepte zu nutzen. Pandemie führt zu einer vorgeschobenen Offenbarungszeit. Das Ganze kommt früher, Sie hatten schon angesprochen. Wir sind bereits ab 2022 in der Unterdeckung. Experten schätzen sogar bis zu 20 Milliarden Basiswirksamt im Gesundheitsfonds jedes Jahr fehlen. Das Ganze geht nur, Sie hatten sie auch angesprochen, weil der Finanzminister, der jetzige oder der zukünftige oder Ministerin, noch einmal den Geldbeutel aufmacht. Bin mal gespannt, wie das mit der Nullschuldengrenze dann so funktionieren wird. Auf alle Fälle ist die Restlaufzeit, die wir eigentlich noch gehabt hätten, leider jetzt verpasst, und ich habe nur eine große Sorge, und diese Sorge, und Sie werden sich jetzt eigentlich wundern, dass ich das als Ökonom sage, wir haben oft in der Pandemie, waren wir alle konfrontiert mit einer pandemischen Situation, die zu Beginn keiner richtig einschätzen konnte. Aus der Verhaltensökonomie wissen wir, Menschen handeln dann nicht mehr rational, sondern im Affekt. Das eine oder andere ist affektiert geschehen. Der neue Gesundheitsminister, Ministerin wird schnell erkennen, da ist ein Riesendefizit da, und man wird schnell handeln müssen. Strukturelle Veränderungen bringen leider erst mittelfristig Geld, sind sinnvoll, bringen aber erst mittelfristig Geld. Und ich habe ein wenig Angst, dass nun ein schnelles Sparen im Affekt kommt und die langfristigen strukturellen Veränderungen damit verschleppt werden. Denn wir müssen trotz der Krise in die Zukunft unseres Landes investieren. Und wir haben einen Fehler, glaube ich, die letzten Jahre gemacht. Wir haben viel zu sehr konsumtiv gelebt und gearbeitet. Übrigens auch die Senkung der Mehrwertsteuer, um damit aus der Pandemie rauszukommen, war über Konsum aus der Krise rauszukommen, über Investition ist ja auch durchaus eine Möglichkeit, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Welche Themen stehen insbesondere im Gesundheitswesen? Und Herr Dr. Horneber wird ja nachher auch mit uns gemeinsam diskutieren. Er vertritt ja einen der größten konfessionellen Krankenhauskonzerne der Bundesrepublik. Wir diskutieren seit vielen Jahren, werden denn Leistungen unnötig gemacht? Wird zu viel gemacht im deutschen Gesundheitswesen? Zu viel stationär? Was müssen wir anders machen? Es gab viele Gesetze. Man hat mal gesagt, also Hüften gibt es jetzt weniger Geld für Totalendoprothesen. Und der medizinische Dienst kontrolliert anders. Wir haben wahnsinnig viel Fixkosten-Degressionsabschläge. Das ist sehr speziell. Der Gesetzgeber hat viel gemacht. Die Fallzahlen sind gesunken. Da hat man gedacht, das Thema ist beendet. Und ich sagte, Mengenboomerang kommt zurück. In der Pandemie hat man die Betten freigeräumt. Man hat Freihaltepauschalen bezahlt. Und jetzt nach der Pandemie sieht man, auch im Sommer war eigentlich, wo das pandemische Geschehen 2020, 2021 nicht mehr spürbar war, trotzdem kaum Nachholeffekte zu spüren. Jetzt fragen sich die einen, was passiert, wenn zum Beispiel Krebserkrankungen nicht zur Vorsorge gegangen sind, kommt dann der dicke Boom danach? Und andere, zum Beispiel Kostendrücker, sagen, auch die Leistungen waren zum Teil auch vorher gar nicht nötig, die brauchen wir vielleicht gar nicht. Respektive müssen wir die vielleicht nur ambulant erbringen. Das heißt, da kommt eine richtig heftige Diskussion, und manches ist ja auch epidemiologisch kaum zu erklären. Die Anzahl der Herzinfarkte ist zurückgegangen. Das kann man sich nicht wirklich erklären. Manchmal kann man sich denken, sind sie vielleicht nicht entdeckt worden? Andere sagen, die waren auch früher gar nicht da, die wurden bloß fehlkodiert, also nicht richtig abgerechnet. Das glaube ich nicht, Herr Horneber, das schaue ich schon ganz kritisch an. Das habe ich auch nicht gesagt, wir werden auch nachher in die Diskussion gehen. Aber dass die Diskussion zurückkommt, Herr Horneber, da glaube ich, sind wir uns einig. Diese Mengendiskussion kommt auf unser Gesundheitssystem zurück, und es kommt vor allem eine Ambulantisierungsdebatte auf uns zurück. Wo wir aber fragen müssen, bei einer älteren Gesellschaft, wie gehen wir damit um? Effekte der Pandemie, Sie hatten es vorhin angesprochen, eine Sache, die ich glaube ich nicht so gut gelaufen ist, und ich hätte auch nicht in politischer Verantwortung sein wollen, also das ist kein Bashing von Politik oder sonst irgendwas, aber man hat ja schnell im Affekt Betten freigeräumt und hat gesagt, wir geben 500 Euro zunächst pro freigehaltenes Bett. Wenn man die empirischen Analysen, soweit sie jetzt möglich sind, ich schreibe gerade einen Artikel über Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen, dann sieht man leider, so zeigen die Analysen, dass die Krankenhäuser, die die echte Corona-Last erbracht haben, die großen Versorger, verloren haben in der Pandemie, weil es günstiger war, Betten freizuhalten und die eigenen Patienten freizugeben. Das kann eigentlich nicht richtig sein. Psychosomatik hat Betten freigemacht, Psychiatrie, Patienten entlassen, Betten standen leer und haben damit mehr Geld bekommen als die, die mit Patienten, mit im echten Patientengeschäft Geld verdient, die haben Defizite gemacht. Da sind es leider, das muss man ganz klar sagen, zu unschönen Verteilungseffekten gekommen. Der Ökonom nimmt eigentlich das Wort Gerechtigkeit ungern in den Mund, weil es so schwierig zu definieren ist. Aber Verteilungsgerechtigkeit und Verteilungseffizienz, und da kann man nur sagen, der die Last der Arbeit getragen hat, glaube ich, hat da nicht unbedingt die Vergütung bekommen. Das kann man sogar schon bei Aristoteles nachlesen, wenn er sich Gedanken um einen gerechten Preis, um eine gerechte Entlohnung macht.
Ich möchte jetzt auch mich versuchen, kurz zu fassen. Ich habe schon gesagt, ab 2022 gehen wir davon aus, auch unter anderem mein Kollegen Jürgen Wasem, dass 20 Milliarden Euro basiswirksam im Gesundheitsfonds fehlen. Und ich vergleiche das dann immer ganz gerne mit der Frage, ich kenne es vom Kindergeburtstag meiner Tochter, gibt es das Kinderspiel Reise nach Jerusalem. Alle tanzen um den Tisch rum, ein Stuhl ist weniger, ein Kind steht und immer der, der steht, findet das Spiel spontan blöd und möchte nicht mehr mitspielen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Krankenhaus- und Gesundheitspolitik ein bisschen Reise nach Jerusalem wird, weil man wird jetzt wissen, 20 Milliarden und wo kommen sie her? Bingo, bingo, bingo. Und es gibt zwei Möglichkeiten, Einsparungen bei den Versicherten. Also entweder sagen wir rationieren im Leistungskatalog, finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Bei manchen Leistungen kann man diskutieren, oder aber man erhöht die Beiträge. Nachdem wir aber, so wie es aussieht, eine Ampel bekommen, werden sicherlich die Zusatzbeiträge weiterhin paritätisch finanziert. Man wird sich nicht groß steigende Lohnnebenkosten im Aufschwung leisten können. Das wird politisch und auch wirtschaftspolitisch kaum tragbar sein. Das heißt, die Beiträge können nicht stark steigen, weil dann steigen unsere Lohnnebenkosten. Das wirkt den Aufschwung dann ja wieder ab. Das heißt, man muss sich woanders herholen, entweder bei den Leistungserbringern. Ich meine, wenn ein Unternehmen am Goldgraben sitzt, dann riecht es ja schon direkt nach da, dass man da was holen kann. Das heißt, man wird bestimmt danach irgendwie gucken, holt man sich von der Pharmaindustrie in irgendwelchen Reformgesetzen. Man wird sich überlegen, holt man sich von niedergelassenen Ärzten und Ärzten. Mir graut jetzt schon, dass ich leider in manchen Schiedsstellen bin. Da freue ich mich schon auf die ein oder andere Budgetverhandlung. Das wird auch nicht lustig. Oder eben man holt sich dann von den Krankenhäusern. Oder aber man setzt auf strukturelle Veränderungen. Das war das, was wir eigentlich wollten. Was auch die Krankenhäuser im Übrigen wollen. Die sagen, lasst uns fit machen für die Zukunft. Lasst die Häuser neu bauen. Lasst eine digitale Infrastruktur. Lasst uns neu versorgen. Die meisten Häuser, sie gehen ja alles diesen Wege mit. Aber das braucht erstmal Geld. Mehr Geld. Und da habe ich eben Angst, dass diese sinnvollen Strukturveränderungen im Affekt dann runterfallen. Ich bin ja auch im Beirat des Bertelsmann-Papiers gewesen, was vor einigen Jahren publiziert wurde, was nicht nur sozusagen Freude kreiert hat. Und wir wissen alle, dass wir nicht nur 700 Krankenhausstandorte brauchen, darum geht es gar nicht. Aber wir werden, und ich sage immer was, man muss sicherlich Asche auch auf das Haupt des Gesundheitsökonomen, eine Pandemie haben wir so nicht erwartet, in dem Ausmaß. Und wir müssen neu über Vorhalteleistungen diskutieren. Ich muss aber auch eins sagen, ich bin auch dagegen, jetzt überall alles vorzuhalten, sondern wir müssen auch Vorhaltung poolen. Zum Beispiel, ich fand es toll, wie man in China gesehen hat, diese Modulbauweise, dass man von heute auf morgen mal Intensivstationen rausbekommt. Warum nicht mal überlegen, können wir nicht Modulbauweisen irgendwo poolen, dass wir, ich sage jetzt mal, wir hatten in Bayern auch mal ein ICE-Unglück. Da haben wir plötzlich in Bad Aibling ganz viele Intensivbetten gebraucht. Die hatten wir nicht, dass man spontan innerhalb von 2 Tagen dort Versorgung hinbekommt, wenn was passiert. Man kann sich überlegen, kann eine Pflegekraft vielleicht ein Jahr früher in Rente und dafür 3 Jahre als Springer wie beim Technischen Hilfswerk im Pool sein, wenn irgendwo was passiert, dass man sich zurückholt und dann sozusagen diese Intensivstation betreibt. Da muss man, glaube ich, neu denken, da muss man anders denken. Aber die Grundthese, dass wir eine komplexe medizinische Versorgung bündeln müssen, dazu stehe ich vor Corona, stehe ich nach Corona. Ich war im Übrigen jemand, der schon vor Corona gesagt hat, wir müssen Katastrophenschutz, Notfallversorgung und Krankenhausplanung zusammenlegen. Habe ich 2017 publiziert, ist aber nicht so, also quasi gekommen. Jetzt denkt man ja über diese Dinge nach. Im Nachhinein ist man immer gescheitert, das ist schon wahr. Aber ich glaube, wir müssen weiter darüber diskutieren. Wir müssen aber auch um eins darüber weiter diskutieren. Wir sind trotzdem, wir sitzen hier in Frankfurt, einen sehr urbanen Raum, hier Rhein-Main-Gegend, unglaublich suburbaner, gut reiche Region, aber wir haben natürlich strukturschwache ländliche Regionen und Zentralisierung von Versorgung muss trotzdem und darf nicht heißen, dass Versorgung in den Regionen ausbleibt. Aber Telemedizin, ich sage immer, ich habe eine ketzerische These, es gibt mehr Menschen mit Führerschein als mit Approbation. Das heißt, am Ende des Tages ist Gesundheitsversorgung auch eine Frage der Logistik. Was wir sicherlich machen müssen, ist, dass wir runterkommen müssen von der reinen, also mein damaliger Doktorvater hat die Fallpauschalen eingeführt im Sachverständigenrat, die DRGs, die jetzt keiner mehr haben will. Es gibt kein optimales Vergütungssystem. Wissen Sie, was das optimale Vergütungssystem ist? Alle 6 Jahre oder 9 Jahre neues, dann stellt sich keiner zu gemütlich drauf ein. Schöpferische Zerstörung aller Schumpeter. Wenn es keine Preise sind, sind es Vergütungen, sind staatlich regulierte Preise und der weiß der Ökonom, Regulierungen, wenn der Staat beim Preis mitspielt, wird es nie so gut, wie der Markt sein kann. Also muss man alle paar Jahre sich verändern, aber eins ist klar, die Krankenhäuser waren, und Herr Horneber kann ja nachher auch was dazu sagen, verpflichtet die letzten Jahre Menge zu machen, um Investitionskosten zu finanzieren, die da eigentlich gar nicht kalkuliert waren. Und davon, von diesem Mengendiktat, sowohl die Ärztinnen und Ärzte als auch die Krankenhäuser zu befreien, hin zu einer Finanzierung von Vorhalteleistungen, wie auch immer das ausschaut, bis hin am Ende des Tages zu regionalen Gesundheitsbudgets, die jetzt auch diskutiert werden. Glaube ich, ist etwas, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Und das ist ja eigentlich, und jetzt komme ich dann gleich zum Ende meines Intros, das ist ja eigentlich die Kernaufgabe von uns Ökonomen. Knappe Ressourcen da einsetzen, um ein höchstmögliches Nutzenniveau zu bekommen. Was ist der Nutzen im Gesundheitswesen?
gesund zu werden, eine qualitativ hochwertige Versorgung. Was ist denn die Kosten? Unsere Beitragsmittel. Und was ist denn der Nutzen? Qualität von Zugang, Erreichbarkeit, Menschen einen Zugang zur Versorgung zu geben, zeitlich, örtlich, finanziell. Aber auch die Frage Indikationsqualität. Wir fragen immer, wenn die Hüfte operiert wurde, ist sie gut gemacht, aber keiner fragt, brauchen wir eigentlich die Hüfte? Man würde in der, Michael Porter sagen, immer am Ende der Wertschöpfungskette fragen, mal, brauchen wir es überhaupt? Das wäre manchmal auch sinnvoll, vorne zu fragen, brauchst du es? Also Indikationsqualität, Ergebnisqualität und Servicequalität, da stehen Zielkonflikte. Und Zielkonflikte kann man auch durch technologische Innovation, durch Telemedizin und andere lösen. Was ist eigentlich Ziel von Vergütungssystemen? Wenn wir Preise rausnehmen, müssen wir Ökonomen neue Anreize schaffen. Vergütungssysteme sollen eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen. Sie soll die Qualität der Versorgung optimieren, Effizienz der Leistungserbringung steigern, Gerechtigkeit gegenüber den Leistungserbringern, also den Menschen, die die Arbeit machen, und Fairness gegenüber den Kostenträgern und damit eigentlich auch Generationengerechtigkeit sicherstellen. Denn Nachhaltigkeit hat nicht nur was mit ökologischer, sondern auch mit ökonomischer Nachhaltigkeit zu tun. Denn ich möchte schon noch, dass meine Tochter noch in einem solidarischen Gesundheitssystem eine Absicherung im Krankheitsfall hat und dass sozusagen dieses System auch in die Zukunft weitergetragen wird. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und jetzt komme ich zu meiner letzten und vorletzten Folie. Eigentlich, das ist meine letzte Folie. Ich glaube, wir Gesundheitsökonomen müssen, wir haben immer die letzten Jahre, auch so aus den 90ern gesagt, wir steuern vor allem über Geld. Das ist nach wie vor wichtig. Praxisgebühren, solche Diskussionen, ist vielleicht etwas veraltet. Aber wir müssen uns auch, wir dürfen uns nicht die Gerechtigkeitsdebatten von irgendjemandem vom Brot nehmen lassen. Wir müssen über Verteilungsgerechtigkeit gemeinsam diskutieren. Und ich beschäftige mich relativ viel mit der Wirtschaftsethik in letzter Zeit. Und ein sehr bekannter Wirtschaftsethiker ist Karl Hohmann. Er ist im deutschsprachigen Raum so ein Führender der Institutionenethik. Er sagt, am Ende des Tages lässt sich in einer Moral, in einer Gesellschaft nicht gegen die Wirtschaft, sondern letztlich nur in und durch die Wirtschaft durchsetzen. Und wir müssen ich kann auch von keinem Krankenhaus verlangen, dass es ambulantisiert, wenn es sich durch die Ambulantisierung schlechter stellt. Warum sollte der Herr Horn eben Patienten ambulant behandeln, wenn er damit in die Insolvenz geht? Das kann ich doch von keinem verlangen. Sondern ich muss Anreize so setzen, dass es für alle attraktiv ist, das zu tun, was fürs Gemeinwohl attraktiv ist. Das heißt, ich muss die Anreize setzen, dass jeder so effizient läuft, dass aber das Zielbild stimmt. Wir müssen als Gesellschaft sagen, wo wollen wir eigentlich hinrennen? Was ist unser Zielbild? Und dann müssen wir die Anreize so setzen, dass das individuelle Handeln, dass man selbst profitiert, aber die Gesellschaft davon auch profitiert. Und das ist der Ansatz, den die Institutionsethik sucht, also Ansätze zu finden, wie unter den Bedingungen einer modernen Wirtschaft Normen und Ideale in Unternehmen implementiert wird. Man könnte auch Corporate Social Responsibility zum Teil sagen, wenn man auf die Unternehmen-Ebene runtergeht, dass das Rennen in die richtige Richtung zum Vorteil von allen führt. Und ich glaube, da können wir Gesundheitsökonomen, müssen wir Gesundheitsökonomen auch mal ein bisschen nachdenken. Und ich ende mit einem Zitat von Karl Hohmann, der sagt, die Effizienz liegt in den Spielzügen, die Moral in den Spielregeln. Und man kann nur hoffen, dass sozusagen die Politik sich ein moralisch sinnvolles Zielbild und Rahmen überlegt und dass Leuten wie den Krankenhäusern, Ärzten und Ärzten die Möglichkeit gegeben wird, effizient auch zu spielen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Möglichkeit, ein Intro geben zu können und freue mich nun auf die gemeinsame Diskussion. Dankeschön. Kommt da was raus? Ja. Mit dem genau. Und sonst einfach draufhauen. Ja? So über den Computer. Kein Klaps gibt es. Ja, scheint auch. Perfekt. Wunderbar. Wir haben uns hingesetzt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihren Impulsvortrag. Da war ganz viel drin. Das werden wir ganz bald besprechen. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, wir erleben ja gerade ein Experiment an uns allen in Echtzeit durch diese Corona-Pandemie in vielerlei Hinsicht, wie wir es hoffentlich so schnell nicht nochmal erleben müssen oder wenn dann auch anders. Ich möchte ganz kurz von Ihnen persönlich wissen, wie haben Sie die Corona-Pandemie tatsächlich mit Blick auf das Gesundheitswesen erlebt? Ganz kurz, Frau Schäfer, Sie beginnen. Also ich wurde im Grunde reingeschmissen. Wir hatten gerade eine Stabsdienstordnung fertig gemacht. Das war reiner Zufall,
dass wir die schon hatten und ich habe sie nicht begriffen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe dreimal drüber gelesen und habe gedacht, ja, wenn es sein muss, schaffst du das? Und dann kam die Krise und dann habe ich sie wieder rausgeholt und plötzlich habe ich es verstanden. Also das heißt, das war eine ganz gute Vorbereitung. Ja, so bin ich da reingekommen. Immerhin, es gab eine Vorbereitung. Herr Dr. Horneber, waren Sie auch vorbereitet auf diese Krise? In keiner Weise. Da war, glaube ich, niemand darauf vorbereitet. Das kam wie ein Schock, wie ein Trauma über uns. Aber ich war zu Beginn der Krise alles andere als glücklich über die Krise, aber doch sehr, sehr erfreut, wie leistungsfähig unser Gesundheitssystem ist. Und da kann ich nur bei Professor Beivers anschließen. Ich möchte nirgendwo anders krank werden und versorgt werden als in Deutschland. Und das hat man auch in der Krise ganz klar gesehen. Da haben auf einmal alle Akteure, alle, die vorher im Wettbewerb standen, alle Institutionen, die Politik auch zusammengehalten. Und das Problem, das für alle komplett neu war, niemand hat da Erfahrungen gehabt, wurde super gelöst durch Verantwortung, durch Vertrauen und durch eine riesen Solidaritätswelle und Schulterschluss, den wir auch bei uns in den Einrichtungen erlebt haben. Wir hatten Ausbrüche in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung in Heidelberg und da gab es dann Kolleginnen aus Frankfurt, die haben gesagt, wir gehen dahin, wir helfen damit. Und das war eine ganz tolle Solidaritätswelle, wie ich sie mir eigentlich vor Corona kaum vorstellen konnte. Also bei allem, was da wirklich furchterregend ist, immer noch eine ganz tolle, ganz toller Schulterschluss. Es geht also viel und Ihr Marktwert ist gestiegen, Herr Professor Beivers, in der Krise. Ja, ich muss auch Asche auf mein Haupt, als ich damals die Bilder aus Bergamo gesehen habe, da ging es uns ja allen ähnlich. Da habe ich gedacht, was hast du da verpasst? Was hast du da nicht wahrgenommen? Und ich werde nie vergessen, ich war in der zweiten Märzwoche am Hessischen Krankenhaustag in Wiesbaden. Das war die letzte Veranstaltung. Ich bin in einem leeren ICE von Wiesbaden nach München zurückgefahren, nach Hause und habe mir gedacht, da kommt was auf uns zu. Das habe ich richtig gespürt. Aber ich kann auch nur sagen, meine Frau hat eine Covid-19-Notdienstpraxis gehabt und was ich atemberaubend fand, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgemacht haben, weil die haben ja auch, am Anfang wusste man ja gar nicht, wie blitzgefährlich das jetzt ist oder wie man sich schützen kann, wie viele Menschen wirklich als systemkritische Jobs reingesprungen sind, zusammengehalten haben. Das fand ich toll und das gilt aber für Supermarktmitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Übrigen auch. Und ich hoffe, dass das nicht nachher, also sozusagen, das ist auch Verteilungsgerechtigkeit. Die Leute, die den Job machen, die sollen auch gut verdienen dabei. Und das hoffen wir, dass uns das bleibt. Schauen wir mal. Also wir haben viel Positives mitgenommen. Vorbereitung, Solidarität, es ist viel möglich. Bewahren wir uns das für den Schluss, weil wir das jetzt schön dekonstruieren und einfach doch ein bisschen mehr auf die Schwachstellen, die es ja tatsächlich gibt, die offensichtlich sind, hinzuweisen. Ich wende mich jetzt an Sie, Herr Dr. Horneber. Wir haben in dem Vortrag von Herrn Professor Beivers gehört, Krankenhäuser sind ja eigentlich ein bisschen das Übel im Gesundheitssystem. Sie verursachen unglaubliche Kosten, es gibt Überkapazitäten, falsche Versorgungsanreize, es wird munter drauf losoperiert. Und trotzdem haben wir das beste Gesundheitssystem der Welt. Das unterschreiben Sie sogar. Wie kommen Sie denn darauf? Also, dass Krankenhäuser ein großes Übel sind, das kann ich ja so nicht sehen, sondern ich würde sagen, auch noch als Vertreter eines christlichen Krankenhausunternehmens, wir sind ein großer Segen für die Menschen. Und die Frage ist eben tatsächlich, wie das System konstruiert wird. Und ich fand es wirklich sehr, sehr gut, Ihr Moralvergleich. Ich habe einen anderen Vergleich mal mitgebracht, in welcher Situation sich das Gesundheitswesen insgesamt befindet. Und das sind die Krankenhäuser eben ein Akteur. Wenn Sie sich mal vorstellen, im 18. Jahrhundert, bevor der Zoll dann die Zollgrenzen in Deutschland mal beseitigt hat, 1843 war das, glaube ich, wenn sie da durch Deutschland gereist sind, das noch ein bisschen andere Grenzen hatte, da sind sie, glaube ich, 80 Mal, wenn sie da durchgereist sind, mussten sie irgendwo Zoll zahlen, da gab es unterschiedliche Währungen und auch unterschiedliche Maßeinheiten sogar. Das haben wir alles abgeräumt in der Politik durch Schengen. Wir können jetzt frei reisen, die Bildungsabschlüsse werden anerkannt durch Bologna, aber im Gesundheitswesen gibt es das nicht. Wenn eine Patientin oder ein Patient ins Krankenhaus muss, SGB-5, bei uns stationäre Leistungen bekommt und dann eine Anschlussbehandlung, dann gibt es da die Grenze, die Zollgrenze. Da gibt es, wer anders zuständig, andere Institutionen sind zuständig, ganz schlimm, wenn man dann noch in die Altenpflege vielleicht wechselt, ganz anderes Sozialgesetzbuch, nochmal andere Regeln, andere Kostenträger, versteht kein Mensch. Da ist keine Durchlässigkeit da. Und das ist ein Problem, das uns auch als Krankenhäusern sicherlich das Arbeiten viel, viel schwerer macht, als es sein müsste, weil unser größter Wunsch ist es, Patienten
Patienten von A bis Z zu versorgen. Wir würden gerne ihre Geschichte kennen. Die 5 oder 7 Tage im Krankenhaus ist ja eine kleine Episode aus einer jahrelangen Odyssee manchmal. Da gibt es eine riesen Vorgeschichte, die wir gar nicht kennen, weil wir die Informationen, Digitalisierung nicht bekommen, gar nicht aufbereiten können. Und so geht es dann durch. Wir begleiten den Patienten 7 Tage oder die Patientin. Und danach gibt es Überleitungsmanagement und Entlassmanagement und viele, viele segensreiche Dinge. Aber am Ende ist dann da also zum Beispiel der ambulante Pflegedienst, der eben nicht verknüpft ist, auch informationstechnisch. Und da wird viel Behandlungserfolg auch wieder kaputt gemacht. Und dadurch entstehen Kosten, die unnötig sind, die man vermeiden könnte, wenn der ganze Behandlungsfluss smarter wäre und besserer Informations- und Kommunikationsfluss. Deswegen keine. Also muss man die Krankenhäuser erstmal einordnen in das Gesamtsystem. Das war mein Versuch, um dann zu sagen, also welche Rolle sie da haben. Aber fest steht trotzdem, dass Krankenhäuser mit der größte Kostenblock in unserem Gesundheitswesen sind. Und wenn der Befund stimmt, dass es zu viele Krankenhäuser gibt und zu viele Betten, die vorgehalten werden, die gar nicht besetzt wurden, vielleicht auch wirklich nie mehr besetzt werden, dann kann doch die Folge nur sein, dass wir tatsächlich Krankenhäuser abbauen, dass wir Krankenhäuser schließen. Da gehe ich aber zunächst auf Frau Schäfer ein, bevor wir darüber diskutieren. Sie haben das erlebt, nämlich in Ingelheim, ein geschlossenes Krankenhaus. Was bedeutet das für Sie? Wie wirkt sich das aus? Naja, es ist natürlich, so ein Krankenhaus, selbst wenn es ein kleines Krankenhaus ist, bedeutet das eine gewisse Sicherheit für die Bürgerinnen und die Bürger. Und bei uns ist es so, jetzt muss man sagen, ganz ehrlich sagen, dass wir in einer Region wohnen, in der eigentlich eine sehr, sehr gute Versorgung mit Krankenhäusern ist. Wir haben die Stadt Mainz, die große Stadt Mainz mit 2 großen Krankenhäusern und haben dann in Bingen ein kleineres Krankenhaus. Also sagen wir mal, wenn man es objektiv betrachtet, müsste es reichen. Aber natürlich sieht man, gerade wenn man da wohnt, in einer Stadt, in einer großen Stadt mit inzwischen 40.000 Einwohnern, dann sieht man natürlich schon, das hat man ein anderes Bedürfnis. Das Bedürfnis nach einer gewissen Sicherheit auch in einem Krankenhaus. Jetzt war das Krankenhaus in Ingelheim in den letzten Jahren ohnehin schon schwer zu leiten und es waren einzelne Personen, einzelne Ärzte, die dann verschiedene Angebote eben hatten und es war kein Vollversorger mehr, ja, schon lange nicht mehr. Insofern ist es nochmal eine andere Situation. Was wir jetzt erleben, ist das Thema notärztliche Versorgung, auch da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Das ist was, was auch dann die Gemüter wieder aber die Menschen haben nicht gelitten in der Corona-Pandemie, es gab keine Versorgungsengpässe. Nein, die gab es jetzt nicht in diesem Krankenhaus. Das hatte da aber schon sehr deutlich reduziert. Das ist so, dass wir mit unserem Stab jeden Tag geguckt haben, mehrfach geguckt haben, wie ist die Situation. Wir haben auch immer die Situation in den Krankenhäusern um uns herum mit aufgenommen. Also wir haben sozusagen als Einheit die Stadt Mainz und den Landkreis im Umfeld der Stadt Mainz. Wir bieten so einen Ring praktisch um Mainz. Stellen wir da als Landkreis und haben immer geguckt, dass immer Betten frei waren, aber auch Intensivbetten eben auch mit Beatmungsgeräten. Und wie hat man das geschafft? Nicht einfach, weil die einfach leer standen, sondern weil man dann eben die Patienten zunächst zurückgehalten hat, die jetzt nicht ganz dringend dran waren, sondern die auch noch mal etwas warten konnten. Und insofern hatten wir nie irgendwie eine Situation, wo wir gesagt haben, oh, jetzt wird es brenzlig. Wir konnten dann auch Patienten in Ingelheim aufnehmen. Das war dann ganz sehr, sehr gut geregelt, weil dort dann eben auch der Platz da war und haben dann selbst von unseren Partnern aus Verona haben wir dann das Angebot machen können, dass sie ihre Patienten, die sie nicht mehr in Verona dann auch versorgen konnten, dass sie zu uns gekommen sind und dann in Ingelheim etwa Platz gefunden hatten. Was ich daraus höre, ist, Sie haben kommuniziert, ja. Sie haben über Grenzen hinweg zusammengearbeitet. Herr Professor Beivers, ist das der Schlüssel, Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Krankenhäusern, um nicht alle gleich teuer versorgen zu müssen?
Ja, also zum einen Chapeau, weil ich glaube, in so einer Verantwortung in der Pandemie zu stehen, ist nicht einfach und vor allem auch mit der Bevölkerung in Austausch zu gehen, das gelingt nicht allen Landrätinnen und Landräten in Deutschland gleich gut. Und ich glaube, es ist von allen Beteiligten das Richtige gesagt worden und es geht, glaube ich, auch jetzt nicht um Schließungen von Krankenhäusern, sicherlich auch, es geht um eine Bündelung von Versorgung, um die geht's. Die Bevölkerung, wir brauchen ja Versorgung, in der Pandemie oder im demografischen Wandel. Die Frage ist, was bringt mir bloß ein Krankenhaus, das keine bildgebende Diagnostik, kein Beatmungsgerät und kein Intensivbett hat? Was bringt mir ein freigehaltenes psychosomatisches Bett ohne Beatmungsgerät, wenn ich als Covid-Patient reingehe? Und das gehört auch dazu, die Bevölkerung aufzuklären. Wenn man wirklich schwer erkrankt, braucht man viele Geräte, braucht man vor allem Personal, das sich auskennt. Und das können wir nicht überall vorhalten, weil wir so viele Menschen gar nicht haben. Wir brauchen Versorgung in den Regionen. Menschen, ältere Menschen, die dehydriert sind, mal ans Wasser, an die Lösung gesteckt werden, die versorgt werden müssen, Kurzzeitpflege, kurzstationär. Wir brauchen Versorgungseinrichtungen in den Regionen, aber wir müssen die gute. Und dann müssen wir zusammenarbeiten mit besseren Versorgung, mit Mainz, mit den, wo man sagen, ja, da bringen wir dann unsere Patientinnen und Patienten hin, wo sie adäquat beatmet werden können, als Beispiel. Ich glaube, das kann man den Menschen auch im Notfall, vollkommen richtig, Menschen haben natürlich eine subjektive Angst, wenn was ist, aber dann will ich doch nicht mit dem Schlaganfall einfach nur ins nächste Krankenhaus und ich will dahin gebracht werden, am besten mit dem Hubschrauber, wo der Spezialist ist und wo eine Stroke Unit, also eine Einheit für Schlaganfälle ist. Ich glaube, das gehört schon dazu, aber Gesundheit hat eins gezeigt und das ist, möchte ich noch, diese zwei Sätze möchte ich sagen. Wir haben ja eigentlich Gesundheit föderal organisiert. Das ist Artikel, glaube ich, 72 konkurrierende Gesetzgebung, Grundgesetz, Ländersache. Aber ich sage mal, Bayern ist zwischen München und Bayerischer Wald total unterschiedlich. Jede Region hat ihre eigenen Herausforderungen und das wissen die Landräte vor Ort am allerbesten, wie es bei ihnen in der Region ausschaut. Ich finde, Gesundheit ist eine regionale Sache, aber wir brauchen bundeseinheitliche Kriterien. Ich kann nicht sagen, die bayerische Hüfte kannst anders operieren wie die hessische, weil da ist es nicht so schlimm, wenn es 3 Tage nachblutet. Sie lachen, aber genau so ist es. Der Gesetzgeber hat mal versucht, bundeseinheitliche Qualitätsvorgaben vorzugeben und Bayern und andere Bundesländer waren die Ersten, die gesagt haben, wir machen es anders. Wir messen Qualität anders. Wir brauchen bundeseinheitliche Standards wie Inzidenzen, aber müssen den Regionen die Möglichkeit geben, vor Ort mit der Bevölkerung die optimale Lösung zu finden. Herr Horneber, ich habe gerade so ganz kurz mitgenommen, dass Sie beim Thema Krankenhausschließungen gesagt haben, doch, wir brauchen sie. Ja, wir brauchen sie. Also da geht es aber in der Tat um eine vernünftige Bündelung der Versorgung. Herr Professor Beiwas hat es ausgeführt, dass die Qualität auch passt, weil ich habe es am eigenen Leib das ein oder andere Mal erlebt. Da kämpft die Bevölkerung um Krankenhäuser, Feuchtwangen in Mittelfranken, wo ich mal früher war, um es konkret zu nennen, das ist jetzt zu. Aber niemand geht mehr rein von der Bevölkerung, die drumherum ist. Da haben die Politiker eine ganz schwierige Aufgabe, die Landrätinnen und Landräte und Bürgermeister, weil die werden nämlich da angezählt und verlieren ihren Job oder ihren Posten, wenn sie für ein Krankenhaus sorgen, in das keiner mehr geht. Im Übrigen auch keine Ärztinnen und Ärzte mehr und keine Pflegekräfte mehr, weil es unattraktiv ist, weil die da auch nicht mehr arbeiten wollen. Also das ist auch ein Riesenproblem. Wir kommen mit deutlich weniger Krankenhäusern in Deutschland aus, also mit Sicherheit. Ich kann jetzt keine Zahl nennen. 700 scheinen mir auch zu wenig. Wir haben viele Krankenhäuser schon zusammengelegt bei Agaplis und jetzt erst letztes Jahr Waldhof Elgershausen, pneumologische Fachklinik, zusammengelegt mit dem Krankenhaus in Gießen. Macht total viel Sinn, weil die Patienten, die an der Lunge eben behandlungsbedürftig sind, natürlich davon profitieren, wenn da auch OP-Säle sind, wenn da eine ordentliche Intensivstation ist, die gab es da schon auch, aber eine große innere Medizin, da ist ja viel, viel mehr dann möglich, das macht Sinn. Oder hier in Frankfurt, Mühlberg Krankenhaus, ganz kleines Krankenhaus, geschlossen, an der Holzhausenstraße in der Geriatrie auch geschlossen und an einen Standort Markus Krankenhaus hier verlagert. Das können wir trägerintern machen, wenn uns die Krankenhäuser gehören. Macht auch ganz viel Sinn, gibt es auch Möglichkeiten, dass es gefördert wird, eben die Investition über den Krankenhausstrukturfonds. Das findet dann seine Grenzen, wo unterschiedliche Träger ins Spiel kommen. Ich finde es gut, dass es kommunale Krankenhäuser gibt und auch private und uns als christliche Krankenhäuser. Aber organisieren Sie da mal eine Zusammenarbeit. Der frühere Gesundheitsminister Grütten hat es in Hessen ja mal versucht, einen kommunalen Verbund hinzukriegen. Das scheitert schon an Landkreis- und Stadtgrenzen, aber auch an Parteigrenzen scheitert das Ganze. Und natürlich auch, da schließe ich mich mit ein, an der Eitelkeit von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, von Vorständen und von Aufsichtsgremien, die sagen, wer ist denn hier der große Player? Da wird es dann ganz, ganz menschlich.
Und die Frage ist, wie kriegt man da die Kuh vom Eis? Momentan geht es durch die kalte Küche, indem wir jeden Tag fast neue Vorgaben bekommen, wie viele Menschen wo sein müssen und wie viele Ausstattung wo sein muss, wie viele Pflegekräfte, um Patienten bestimmter Erkrankungen zu behandeln. Das wird immer feiner ausdifferenziert und wir sind immer nur noch dabei, Leute durch die Gegend zu schieben und schauen, dass man ja keinen Schlüssel reißen, weil es Strafe kostet. Ein absurdes System mittlerweile, statt wirklich sich mal hinzusetzen und offen zu sagen, wir brauchen eben in der Region, kann auch eines von unseren Krankenhäusern sein, halt nimmer. Und man kann jetzt niemanden enteignen, weil das ist Privateigentum, die Krankenhäuser, auch von kirchlichen Trägern, auch von Kommunen. Aber man könnte mehr Offenheit und Ehrlichkeit in die Diskussion reinbringen und nicht versuchen, indirekt, ich sage es wirklich nochmal über die kalte Küche, das zu schließen, weil da überleben nicht unbedingt diejenigen, die überlebenswert sind, sondern es überleben die, die meiste, ich sage es mal ein bisschen plastisch, Kohle haben. Und das sind wir zum Beispiel nicht, weil wir haben deutlich weniger finanzielle Möglichkeiten als Private und die Kommunalen. Da sagen Sie dann, ich bin mal ein bisschen böse als Landrätin, die 30 Millionen für das Krankenhaus, die das so jedes Jahr verschlingt an Defizit, so viel ist mir die Versorgung der Bevölkerung wert. Also Sie können in gewissen Grenzen Ihre Haushaltsmittel schon auch zur Defizitabdeckung von Krankenhäusern nehmen. Wir können das nicht, wir gehen pleite irgendwann mal. Aber ich meine, mein Plädoyer zum Abschluss, also wir brauchen weniger Krankenhäuser, aber irgendwo eine offenere und eine ehrlichere Diskussion, welche Krankenhäuser wirklich auch vom Netz gehen sollen. Eine schwierige Frage, vor allen Dingen für Politikerinnen und auch für die zukünftige Bundesregierung. Ich möchte nochmal Herrn Professor Beiwers ansprechen, weil Sie, Herr Horneber, ein wichtiges Thema angesprochen haben. Wir haben in Deutschland sehr viele konkurrierende Krankenhaussysteme nebeneinander, kirchlich, privat, wie auch immer. Und es ist ein sehr teures System, das uns in der Rangliste der besten Versorgung nicht nach oben katapultiert, sondern festgestellt wird, pro Kopf wahnsinnig viel Geld ausgegeben, der Nutzen steigert sich aber nicht mit dem mehr Geld. Wäre denn nicht ein ganz radikales Thema die Verstaatlichung des Gesundheitssystems? Oh ja, dann müssten wir auch die kirchlichen Krankenhäuser abschaffen. Also ich bin, da muss ich ganz klar sagen, ich bin ja eher ein liberaler Ökonom und ich bin nicht der Meinung, dass der Staat immer und immer der bessere Unternehmer ist. Und es gibt genügend Beispiele von Staatsunternehmen. Man spricht als Ökonom von der X-Ineffizienz von Unternehmen. Aber die Verantwortung, ich nehme mal Ihren Punkt auf, weil der berechtigt ist. Zum einen an sich, glaube ich, ist Trägerpluralität, wie wir es nennen, durchaus gut. Und das wird wahrscheinlich der Horneber auch so sehen, weil es auch viele Fälle gibt, dass es ist ja nicht so, dass die im Krieg zueinander sind. Sondern es gibt viele, wo das Private, öffentlich und vergemeinschaftlich. Aber man kriegt sie doch nicht unter einen Hut, wenn es wirklich drauf ankommt. Ja, also in einem Verbund, aber ich kriege schon auch zwei Landräte nicht in einem kommunalen Verbund. Also das ist unabhängig von der Trägerschaft. Ich kenne das gut. Ah ja. Ja, ich kenne, wenn Freie Wähler und CSU in Bayern, wenn der eine Bürgermeister Freie Wähler ist und der andere in Bayern CSU, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei, wenn Sie eine regionale Klinik-Holding gründen. Ich war bei vielen Diskussionen schon dabei. Also das ist eine heiße Diskussion, das ist sozusagen bei allen das Problem. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es eigentlich doch egal, wer es macht. Sondern die Frage ist, ich vergleiche es mit dem Zielbild, was Sie gesagt haben. Der Staat ist in der Verantwortung, er muss sagen, was will ich? Und ich weiß gar nicht, ob das die Bundesländer immer sind. Es muss ein Zielbild geben, so wollen wir die versorgen. Das müssen wir mit der Bevölkerung diskutieren. Und dann kann es doch der machen, der es am besten macht. Wenn es der Öffentliche am besten macht, dann wird es der Öffentliche machen. Wenn es der Kirchliche am besten macht, macht es der Kirchliche am besten. Wenn es der Private am besten macht, macht es der Private am besten. Natürlich ist das Gesundheitswesen kein Selbstzweck. Das ist nicht dazu da, damit andere Gewinne damit machen. Das ist auch keine Frage. Aber ich sage jetzt mal, der es am besten macht, der Wettbewerb. Und einen Fehler dürfen wir aber nicht machen. Den Fehler haben wir nämlich gemacht. Diese Probleme über die Krankenhausstrukturen, das war schon 2000er Jahre bekannt. Die SPD hat die Fallpauschalen seinerzeit eingeführt, die DRG, in der Hoffnung, dass Fallpauschalen zu Gewinnern und Verlierern führen, die Verlierer rausgehen und die Gewinner übrig bleiben. Ist nicht aufgegangen, weil private Investoren die Verlierer aufgekauft haben. So, und deswegen kam es nicht zu... Ja, da sehen Sie, es ist eben kein perfekter Markt, das muss man eben sagen. Und wir dürfen nicht meinen, dass man mit einem Vergütungssystem die Zielbilddiskussionen führen müssen, sondern die müssen wir gesellschaftlich führen und dann kann es machen, wer es am besten ist. Ich glaube auch nicht, was weiß ich, dass eine staatliche Fluggesellschaft immer die beste ist und dass, was weiß ich, dass die Wasserversorgung nur noch in staatlicher Hand sein sollte oder dass der Strom, der nicht vom Staat produziert wird, schlechter ist. Das, glaube ich, muss nicht der Staat sein, sondern die Pluralität, derjenige, der es am besten kann, der Wettbewerb.
wenn er funktioniert, was im Gesundheitswesen nicht ganz so einfach ist. Das ist ein ganz schwieriges Feld. Deswegen, Sie haben auf den Staat sehr häufig verwiesen. Der Staat, sprich die Politikerinnen, die Landrätin muss es tatsächlich auch umsetzen. Wichtig, was wir gelernt haben, das haben Sie vor allen Dingen angesprochen, ist ja, wenn Krisen sind, eine Pandemie vor allen Dingen, dass Intensivbetten da sind. Und das ist doch ein Thema, das wirklich in Absprache am besten funktioniert. Das heißt nicht, je mehr Krankenhäuser da sind, sondern je mehr Krankenhäuser, also es muss Krankenhäuser geben, die wirklich in diesem Bereich sehr gut funktionieren. Ist das Ihre Erfahrung, ist das Ihr Wunsch für die Zukunft, macht sich damit unser Gesundheitssystem zumindest in diesem Punkt widerstandsfähig? Ja gut, also in dem Zusammenhang kann man natürlich sagen, das war ein Glück, dass wir die Universitätsmedizin in Mainz haben, die ganz klar dafür gesorgt haben, dass jeder aufgenommen werden konnte, dass das noch funktioniert hat, jeder, der das brauchte. Und dann eben noch, ja, dann haben wir noch die Marienhaus, das Marienhaus-Krankenhaus und das eben auch in Bingen. Ich will nur noch mal ganz kurz was sagen zu dem, was Sie gesagt haben. Ich persönlich bin ein Freund der Subsidiarität. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich sage, bevor Staat solche Einrichtungen betreibt, müssen wir erst mal gucken, ob wir nicht freie Träger haben, die das machen. Ich bin immer froh, wenn die Kirchen sagen, wir steigen hier ein und wir gehen nicht raus. Ja, und da habe ich im Moment meine Sorge. Das betrifft auch Kindergärten, das betrifft Schulen. Das tut mir in der Seele weh, was im Moment passiert, dass sich die Kirchen hier rausziehen. Also ich erlebe es zumindest im Moment bei mir auch im Landkreis mit einer katholischen Schule, Mädchenschule. Das tut mir in der Seele weh, das muss ich wirklich sagen. Und das gilt auch für den Krankenhausbereich. Und natürlich brauchen wir auch staatliche Einrichtungen, ist ganz klar. Im Übrigen das Krankenhaus, von dem Sie gesprochen haben, eben von Ingelheim, das ist nicht in unserer Trägerschaft des Landkreises gewesen, sondern das war auch ursprünglich der Diakonie, war da der Träger und sie haben es dann abgegeben, als es nicht mehr funktioniert hatte. Und dann, weil die Stadt gesagt hat, Stadt Ingelheim hatte die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, ja, wir halten das und am Ende hat es doch nicht getragen. Das war halt bitter. Für mich ist nur wichtig gewesen, in dieser Zeit, und dass wir gucken heute noch drauf, wie die Anzahl der Intensivbetten, der freien Intensivbetten ist. Wir haben immer noch jede Woche einmal Stabssitzung, damit uns da nichts irgendwie durch die Lappen geht und wir irgendwas versäumen, was wir hätten sehen können. Das ist für mich das ganz Entscheidende und auch halt auch andere Dinge. Also was mir zum Beispiel bewusst wurde, war, Sie haben das auch vorhin in Ihrem kurzen Vortrag auch gesagt, was brauchen wir denn an Vorhaltung? Das war das Erste, woran ich gedacht habe. Ich habe dann angerufen bei unseren Katastrophenschutzleuten, obwohl es ja ganz klar kein Katastrophenschutzfall war, aber als Pandemiefall eben auch mit von unseren Katastrophenschutzleuten eben betreut wurde und die mich da auch immer gut beraten haben. Und ich habe dann festgestellt, dass nichts mehr da war. Keine Masken, ja, keine Schutzanzüge, keine Handschuhe, die man brauchte. Wo kriegen Sie jetzt plötzlich Masken her, die alle Welt braucht. Für wie viel Geld? Ne? Für wie viel Geld? Wo haben wir sie gekriegt? In China? Für viel Geld und die Qualität war entsprechend. Ist das ganz wichtig? Die Bevorratung muss jeder alles haben. Also sage ich, wenn ich noch einen Satz zu Ihrer Eingangsfrage, weil die ja wirklich viele bewegt, an Professor Beiwas, gerade Verstaatlichung, macht es der Staat besser? Also kommt ja daher Gesundheitswesen, ob es Krankenhausbereich ist oder auch vielleicht ein Stück weit die Altenpflege sogar, ist ja ein ganz, ganz sensibles Thema. Und das findet da aus meiner Sicht, ich habe da meine Meinung sehr geändert in den letzten Jahren, das muss Grenzen haben, was man damit verdienen kann. Also für uns ist das eine ganz einfache Sache. Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Wir verdienen momentan kein Geld an den Krankenhäusern im Jahr 2021. Wir haben letztes Jahr auch also nicht wegen der Corona-Beihilfen, aber die haben natürlich dazu beigetragen, dass wir nicht abgerauscht sind komplett. Wir verdienen in bescheidenem Umfang Geld und stecken alles Geld wieder in die Krankenhäuser rein.
Wir zahlen unsere Mitarbeiter ordentlich nach kirchlichem Tarif. Die sind alle zusatzversorgt in Darmstadt. Und wir investieren auch. Wir investieren jedes Jahr 100 Millionen Euro in neue, in Digitalisierung immer mehr, in neue Formen der Arbeitsorganisation auch und natürlich auch in Steine und Gebäude und hochwertige Medizintechnik. Und darum geht es eigentlich, dass das funktioniert. Und da kann der Staat tatsächlich, können wir auch, also wir wählen ja dann, ich finde immer, der Staat ist so abstrakt, wir wählen die Politikerinnen und Politiker, die die Entscheidungen fällen, gute ordnungspolitische Rahmenbedingungen schaffen. Das ist wahnsinnig schwierig, gebe ich schon zu, so wie im Steuersystem. Unglaublich schwierig. Und da müssen eben die Professorinnen und Professoren mit unterstützen, damit das Subsidiaritätsprinzip diejenigen machen können, die es am besten können. Und wenn Sie sich mal zurückerinnern, vor Einführung der Pflegeversicherung vor 30 Jahren oder 25 Jahren, was da war, da gab es Wartelisten. Irgendwo hat man monatelang gewartet auf einen Pflegeplatz und dann hat man halt irgendeinen genommen, da war nichts ausdifferenziert. Heute Pflegeeinrichtungen, da haben sie Demenzgruppen, für alles Mögliche gibt es extra Angebote, tagesstrukturierende Angebote, ein ganz reichhaltiges, sage ich mal, Angebotsspektrum, das nur durch Wettbewerb entstanden ist, dadurch, dass auch Private ins System gekommen sind. Und da sieht man mal, Innovationen sind eben schwer staatlicherseits zu erreichen. Da braucht man Leute, die dann auch ein bisschen schon eine Chance am Geld verdienen können. Und das andere mit der Bevorratung halte ich für totalen Irrsinn, jetzt zu sagen, wir bauen Maskenlager auf, weil wir wissen ja gar nicht, was als nächstes passiert. Die Antwort kann nur sein, also Resilienz, wir schaffen irgendwo Strukturen, die mehr, trotz aller internationaler Arbeitsteilung, die notwendig sind, ist die mehr, auch aus Klimagründen schon ganz alleine, wir besinnen uns mehr zurück und gucken regionalere Strukturen, verlässlichere Partnerschaften mit Lieferanten, was wir im Übrigen hatten. Wir haben ein riesen Logistikzentrum in Obertshausen. Wir hatten nie ein Versorgungsproblem, weil wir immer ordentlich mit den Lieferanten umgegangen sind, von der Preisstellung her. Und die haben uns bevorzugt beliefert, weil das zahlt sich dann in der Krise aus. Also man muss eine gute Organisation haben, man braucht verlässliche Partner, aber keine Lager, weil wir gar nicht wissen, was wir einlagern sollen. Aber das muss natürlich wirklich bundesweit funktionieren. Also Krisenstäbe müssen ja doch installiert werden und zwar für immer und ewig. Das darf nicht mehr verschwinden. Aber gibt's ja. Katastrophenschutz, Sie haben gesagt, ist nicht, aber es kann eine Katastrophe ganz anderer Art kommen und die uns für diese Herausforderungen stellt. Ich möchte jetzt ein bisschen weiterkommen nochmal. Wir bleiben so ein bisschen hängen. Fest steht, wir haben zu wenig Geld. Es muss massiv zugeschossen werden an Steuermitteln. So kann es also nicht weitergehen. Es sind zu viele Krankenhäuser da. Es werden zögerlich auf dem Land vorwiegend Krankenhäuser geschlossen, die das nicht mehr leisten können, was man an Gesundheitsversorgung braucht. Wie kann dann doch eine optimale oder eine bessere, eine widerstandsfähigere Gesundheitsversorgung, die für alle gut rauskommt, hier in Frankfurt haben wir kein Problem, aber ein bisschen weiter vielleicht schon aussehen? Sektorale Trennung ist ein großes Thema. Keine Zusammenarbeit, Kooperation zwischen ambulanten und Krankenhäusern. Wie muss das funktionieren? Wer packt das an? Also vielleicht mal eine These. Die Analyse ist richtig, dass uns das Geld im System ausgeht. Ich glaube generell nicht, dass wir zu wenig Geld ins Gesundheitssystem geben, sondern die letzten Jahre wurde es immer mehr. Es ist falsch verteilt und die Einnahmen werden nicht mehr so sprudeln. Deswegen müssen wir gucken, wie wir es hinbekommen. Eine Sache, die wir sicherlich anpacken müssen, und ich meine, das Schlimme ist ja, wir reden seit 30 Jahren über ambulant-stationäre Zusammenarbeit. Das ist also unglaublich eigentlich. Aber wir müssen wirklich die Möglichkeiten moderner Medizin zulassen. Unsere heutigen Krankenhäuser sind gebaut für eine Medizin von vor 30 Jahren, wo der Mensch mit dem Blinddarm noch eine Woche im Krankenhaus lag. Meine Oma lag mit Hüftoperation 6 Wochen im Bett. Heute gehen sie nach 2 Tagen, nach dem ersten Tag spazieren und nach 5 Tagen in die Reha. Wir müssen also den technologischen und innovativen Fortschritt, der möglich ist, unter Begleitung, menschlicher Begleitung, reinlassen. Sonst werden wir die Herausforderungen nicht schaffen. Wir werden gar nicht so viele junge Leute für den Pflegeberuf gewinnen können. Auch nicht in Europa. Das ist ja auch eine Frage europäischer Solidarität. Nehmen wir den Griechen und den Italienern jetzt ihre ganzen Krankenschwestern weg. Die brauchen die selber und ihre Krankenpfleger. Das heißt, wir müssen auf neue Konzepte suchen. Und das ist sicherlich zum einen teilstationäre Versorgungskonzepte. Und es ist zum anderen mehr Versorgung in die Region, niederschwellige Regionen zu bekommen. Ich glaube, am meisten brennt es gar nicht im Krankenhaussektor, sondern in der Tat in der Altenpflege. Das muss man mal realistisch sehen. Da wird der größte D-Zug auf uns zufahren, was die Personalknappheit anbelangt. Und wirklich gucken, dass wir durch technologische Innovation, durch rechtzeitige geriatrische Rehabilitation, Reha vor Pflege,
gucken, dass wir so viel wie möglich der Babyboomer, die da auf uns zufahren, dass die so lange wie möglich am besten Urlaub auf Mallorca machen können und dass die nicht pflegebedürftig werden. Nein, das klingt jetzt blöd, aber das ist genau die Herausforderung, dass dieser Boomerang, dass wir den irgendwie hinbekommen, weil wir haben die Leute einfach nicht. Vom Geld auch, aber wir haben auch die Leute einfach nicht. Und da müssen wir technologische Innovationen, das heißt Häuser ausstatten, Ambient Assisted Living, also Sturzprophylaxe, Technologie, das alleine ist auch nicht eine Lösung, aber wir müssen auf verschiedene Strukturen setzen, dass wir da irgendwie gucken, neue Wohnformen fürs Alter finden oder eben auch neue Krankenhausinfrastruktur und, wie gesagt, Logistik. Ich sage mal ein schönes Beispiel. Eine ambulante Pflegefachkraft in Frankfurt sitzt länger im Auto an einem Arbeitstag, wie das ein Patienten ist. Da bin mir sicher. Da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich Pflege. Es gibt kein Gesundheitssystem ohne Menschen, die darin arbeiten und für andere Menschen da sind. Sie begleiten, sie gesund machen im besten Fall, sie unterstützen. Und das hat diese Corona-Pandemie auch gezeigt, Pflegenotstand. Und uns ist vor Augen geführt worden, dass Menschen, die da arbeiten, systemrelevant sind. Plötzlich haben sie diesen Stempel aufgedrückt bekommen, hört sich zuerst gut an, aber ist auch nicht so schön. Was macht man damit? Die Gesellschaft altert, Bedarf wird immer größer. Was machen Sie, um Ihre Mitarbeitenden zu halten? Wir schaffen eine gute Organisation, in der sich Leute auch, also unsere Pflegekräfte, aber auch die Ärztinnen und Ärzte einbringen können, in der das Arbeiten einfach Freude macht und Spaß macht und wo man sich nicht ärgern muss, weil man irgendwie Material sucht, das nicht gut organisiert ist oder weil der Dienstplan jedes Mal irgendwie schief ist. Wir haben zum Beispiel ein Pilotprojekt in Hamburg laufen, da machen die Mitarbeiter selber ihren Dienstplan. Das geht so, jeder trägt sich in den Schichten ein, da gibt es niemanden mehr, der da verantwortlich ist, ganz agiles System und dann buchen natürlich alle die guten Schichten und dann gibt es eine zweite Runde. Jemand, der freiwillig aus der sehr angenehmen Schicht rausgeht, der kriegt Pluspunkte. Und dann gibt es noch eine dritte Runde, dann gibt es nochmal Pluspunkte und die Pluspunkte kann ich dann einsetzen, wenn ich aus irgendwelchen Gründen mal eine ganz bestimmte Schicht möchte. Das testen wir gerade, läuft sehr, sehr gut. Die Mitarbeiter sind wirklich zufrieden und da ist viel Luft raus, weil sonst ist immer Verdächtigung, ja, der mag die eine lieber als den anderen und deswegen kriegt die oder der immer die besseren Dienste. Also wir versuchen, eine gute Organisation zu kriegen, viel Transparenz, viel Sportsgeist. Es ist ein toller Beruf, der Pflegeberuf, der Arztberuf, auch als Kaufmann in einem Gesundheitsunternehmen zu arbeiten, ist viel schöner als in einem, das Dieselmotoren herstellt, weil wir haben so die Zukunft. Und wir müssen da wirklich nochmal anders drüber reden. Die Mitarbeiter machen eine tolle Aufgabe und wir leben es oft, wenn die Stationsleitung, kann ich Ihnen ein schönes Beispiel erzählen, wenn die sagt, komm, da fehlt zwar die Kollegin, aber wir bekommen das alle gemeinsam hin. Es wird anstrengend heute, aber wir schaffen das und dann geht's los. Dann sind die am Abend müde, wie ich auch müde bin am Abend. Aber die sind stolz, die haben die Patienten gut versorgt. Es ist auch eine Haltungsfrage. Ja. Gehe ich mit dem Grummeln jeden Morgen auf die Arbeit? Manchmal passiert mir das. Oder gehe ich freundlich auf die Arbeit? Das kostet keine Zeit und kostet kein Geld. Und dann kommt das alles auch wieder zurück. Also wir müssen die Kultur, mal ein ganz anderes Thema aufzumachen, und die Organisation so machen, dass es den Menschen Spaß macht, dort zu arbeiten. Und eher mal die positiven Aspekte, die so ein anstrengender Beruf wie Pflege oder auch Arzt hat, die mal rausstellen. Ich finde es schade, wenn die Verbände immer jammern und sagen, alles so beschwerlich und schlimm und überall sind es immer zu wenig. Da tut man sich auch verbandspolitisch keinen Gefallen, weil ich habe mal noch zum Schluss, wir hatten eine Ausbildungskampagne mal gestartet vor 3 Jahren. Da haben wir dann die Auszubildenden befragt, ja, weil ich hatte schon die Vermutung, was sagt denn so eure Familie, was sagt denn so die Freunde, was sagen die, wenn sie hier sich entschieden haben, den Pflegeberuf zu ergreifen? Dann hat die eine gesagt, das war schockierend, die hat gesagt, die sagen dann alle, oh. Ja, so nach dem Motto, fällt dir nichts Besseres ein, hast du keinen anderen Ausbildungsberuf bekommen, das ist Wahnsinn. Und da müssen wir, indem wir das darstellen und deutlich machen, was es für ein toller Beruf ist, einfach auch für Nachwuchs sorgen und den Mitarbeitern ihren Stolz zurückgeben, den sie alle mal hatten, als sie angefangen haben in der Pflege oder im ärztlichen Dienst. Oder auch die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, gibt es ja viele andere Berufsgruppen, gilt für alle gleich. Und wir versuchen gerade, dass die Arbeit Spaß macht, obwohl es sehr, sehr anstrengend und herausfordernd ist. Von den Pflegeverbänden hört man aber ganz was anderes. Es gibt halt auch einen Zielkonflikt hier natürlich, nämlich den, dass es einen Pflegenotstand gibt. Es gibt viel mehr Nachfrage nach, oder wird zumindest mal so genannt, es wird zumindest mal so gespielt, Moment. Es gibt auf jeden Fall eine hohe Nachfrage nach
Menschen, die diesen Beruf ausüben. Und es gibt auf der anderen Seite viel, also nicht mehr Geld, aber was man von Pflegeverbänden hört, ist, es geht nur ums Geld oder fast nur ums Geld. Wie kann man diesen Konflikt lösen? Zum einen muss man stark zwischen Kranken- und Altenpflege unterscheiden. Das ist ein Faktor. Der zweite, glaube ich, die meisten Pflegefachkräfte in der Krankenpflege, bleiben wir in der Krankenpflege, die aus dem Beruf verlassen, die verlassen ihn nicht aus finanziellen Gründen. Die verlassen ihn aufgrund von Arbeitsbedingungen. Das weiß man auch aus Umfragen. Und Jens Spahn hat letztendlich, ich meine, dass die Menschen auch gerne noch mehr verdienen, darum geht es gar nicht, das verstehe ich. Die haben wahrscheinlich auch noch mehr verdient, aber die Finanzierung in der Pflege, in der Krankenpflege ist nicht so fugial, wie es immer dargestellt wird. Altenpflege ist vielleicht ein bisschen was anderes. Aber es ist prinzipiell sind es wirklich die Arbeitsbelastungen, die das Problem sind. Und ich glaube, das ist, hat Herr Hornheber, da bin ich schon beim Herrn Hornheber klar, also nur warme Worte sind wenig. Es müssen Schichtmodelle, das ist oft auch das Problem, Teilzeit für die Pflegekräfte. Wir haben nämlich pro Kopf gar nicht so wenig Pflegekräfte, aber wir haben eine Teilzeitquote von bald 50% und viele gehen aus dem Beruf raus und deswegen haben wir zu wenig Pflege pro Patient. Das stimmt, wir haben nicht zu wenig Pflegekräfte, wir haben zu wenig Menschen pro Patient in Deutschland im Durchschnitt. Darüber kann man diskutieren und muss man diskutieren. Aber ich glaube, wir sind ja auch hier in der Evangelischen Akademie. Ich habe gerade auch ein Forschungsprojekt gehabt in Bahn zum Thema Spiritual Care. Zum einen mit Sinn binden, also dass man eine sinnstiftende Arbeit hat. Das bindet, da haben konfessionelle Träger oft einen Vorteil, weil sie sagen, sie schaffen es, Menschen, Mitarbeiter auch über die Sinnhaftigkeit ihres Berufs zu binden. Diese Spiritual Care, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Sinn ihres Berufes wahrnehmen, können sich das auch auf die Patienten übertragen, denn die müssen ja mit den Ängsten und Sorgen der Menschen umgehen und müssen sich selbst sozusagen empowern, damit sie sozusagen nicht ausbrennen. Und wenn sie selbst empowered sind, können sie auch viel besser Patienten managen mit Beschwerden, mit vielem anderen mehr. Also ich glaube jetzt in der Tat, das hätten Sie wahrscheinlich jetzt von einem Ökonomen nicht erwartet, aber ich glaube auch sozusagen die Sinnesfragen, die spirituellen Fragen sind im Gesundheitswesen. Es klingt jetzt komisch, aber ich glaube, die sind groß und die sind gerade nach der Pandemie, stellen sich viele die Frage, ja, warum haben wir das jetzt eigentlich alles so gemacht, wenn es weitergeht? Die Sinnfragen. Bevor ich dazu komme, wie man Menschen in Gegenden holt, die vielleicht nicht ganz so attraktiv sind auf den ersten Blick oder ja, aufs Land, wobei Ingelheim natürlich dann nicht mit zu verwechseln ist, um Gottes Willen, möchte ich an Sie dann nochmal stellen, weil Sie gerade hier brennen, kein Pflegenotstand. Ich stelle mir das ehrlich gesagt sehr schwierig vor, diese Sinnbildung. Ich höre das sehr gerne, hört sich toll an. Es geht auch um Würden derjenigen, die diesen Beruf machen und um die Würde der Patienten. Das Thema haben wir noch gar nicht angesprochen. Aber wie kann man das wirklich umsetzen? Haben Sie weniger Fluktuation als andere Häuser? Also ich bin zusammengezuckt, weil das Wort Notstand ist ein ganz furchtbares Wort in dem Zusammenhang mit Pflege. Wir haben ja keinen Notstand, wo ein Rechtsgut gegen ein anderes dann abgewogen werden muss. Wir haben vielleicht einen Mangel oder zu wenig, vielleicht auch noch eine Krise, aber bestimmt keinen Notstand. Da muss man mal in der Wortwahl, also sorry, das ist so geläufig, aber da geht es mir mittlerweile kalt, geht mir ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn ich das Wort Pflege Notstand höre. Ja. Und was wir da so haben, der Mangel, der volkswirtschaftlich da sein mag, der betrifft uns in unserem Unternehmen schon auch, aber nicht mehr lange. Ich warte und ich sage es auch allen, wir sind wirklich so gut, wir machen auch, es ist auch sinnvolle Arbeit, irgendwie müssen die Leute nur noch darüber aufklären, wir zahlen auch gut, wir können auch nochmal uns über die Vergütung unterhalten, sodass eigentlich alle zu uns kommen müssten, tun sie irgendwie trotzdem nicht gut. Aber volkswirtschaftlich ist das ganze Problem Politik induziert. Ich bin mal jetzt ganz frech heute und sagt, wenn es keine Stellenschlüssel gäbe, die vorschreiben im Krankenhaus oder in der Altenhilfe, dass genau die eine Berufsgruppe jetzt zuständig ist. Es gibt viele Leute, also man misst Qualität in der Versorgung über den Ausbildungsberuf, den jemand abgeschlossen hat. Ob der gut oder die schlecht war, egal. Es gibt aber gerade in der Pflege auch Leute, die sehr gut pflegen können, mit einer hohen Empathie, die sind vielleicht nicht medizinisch ganz so top sind, aber es gibt ja ganz verschiedene Menschen, die da gepflegt werden müssen. Die lässt man alle gar nicht zu, was wir jetzt gerade rumstreiten, was so in dieses Pflegebudget reinkommt. Also es sind ganz furchtbare technische Dinge. Welche Berufsgruppen und so, wenn wir da mehr Freiraum hätten und mehr Vertrauen und Menschen, die Freude dran haben und es gut machen können, dann hätten wir ganz, ganz viel, viel größere Vielfalt in den Häusern und eine größere Menge auch. Und das Schlimmste, was zurzeit passiert, ist Freibier für die Pflege. Wir haben ein Freibier für die Krankenhauspflegegesetz, das heißt Personalstellenförderungsprogramm, glaube ich. Das führt zu ganz absurden Dingen. Wenn wir eine ganz miese Organisation bei uns haben im Krankenhaus und keinen Computer dort haben und das Lager ist irgendwo ganz woanders und niemand zerbricht sich den Kopf, dann stellen wir einfach schwuppdiwupps, wenn wir sie kriegen, 5 Pflegekräfte mehr ein, die das ganze Chaos dann beseitigen. Die kriegen wir auch noch bezahlt.
bezahlt. Das ist völlig absurd, weil die Politik an der Stelle denkt, viel rein oder mehr rein, kommt auch bessere Qualität hinten raus. Das ist ein ziemlicher Kurzschluss, der da gerade gedacht wird. Und wenn man da mal politisch auch ein bisschen umsteuert, andere Berufsgruppen mit zulässt, mit ranlässt, auch die Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegekräften vielleicht noch einmal neu justiert und diese unsinnige Verschwendung, die kommen nämlich jetzt alle gerade aus der Altenpflege zu uns ins Krankenhaus, weil es da meistens noch ein bisschen mehr Geld gibt, das ändert sich auch in Kürze. Meine Partnerin ist in einem sehr großen privaten Pflegekonzern, die Personalvorständin, die haben Riesenschwierigkeiten, Mitarbeiter zu kriegen, die kommen jetzt alle zu uns und wir haben zum Teil zu viele jetzt schon. Wir haben massiv aufgebaut im letzten Jahr in bestimmten Bereichen, Intensivpflege und so, Anästhesiepflege, da fehlen sie, aber in der normalen Pflege, also gehen alle jetzt ins Krankenhaus zurzeit. Also geht es doch ums Geld und um die politische Verantwortung. Sie sitzen jetzt nur als Politikerin hier, Sie kriegen es ab. Was ist Ihre Haltung zu diesem Thema? Wie sind Sie versorgt? Was können Sie für die Menschen, für die Sie zuständig sind, auch garantieren in diesem Bereich Pflege? Also was Mitarbeiter angeht, ja. Also was wir machen ist, wir haben verschiedene Dinge auch, die gut sind für die Gesundheit. Wir haben einen Raum, in dem man sportliche Aktivitäten machen kann während seiner Pausen. Wir haben verstellbare Tische, die wir vermehrt auch kaufen. Wer sagt, er braucht das, weil der Rücken schmerzt, bekommt das. Es gibt jetzt eigentlich sehr, sehr kluge Systeme auch bei den Neubauten habe ich das schon gesehen, von großen Firmen beispielsweise, die weggehen von dem eigenen Schreibtisch, so mein eigener Schreibtisch in meinem eigenen Zimmer und vielleicht noch geteilt durch zwei oder durch drei, sondern die so offene Systeme wieder hinbekommen, also nicht so, wie man das klassisch so sieht, diese Riesenräume, wo ein Raum wie der andere ist, sondern vielleicht auch mit klugen Lösungen, dass man sich mal anders hinsetzen kann oder anstellen kann, dass man vielleicht auch mal ganz kurz sich sportlich betätigen kann, das ist wirklich gut. Also da gibt es ein Management, was oder Managementlösungen, die das wirklich gut hinbekommen. Das ist, für mir fällt jetzt der Begriff nicht mehr ein. New wenn er work. Mir wieder ein, bitte? New Work. Hm. Ja, so Work. Ähnlich. Open Office. Ja, genau, aber heißt um Menschen, noch ein bisschen anders, aber um es, ist so, es trifft das so. Um Menschen im Grunde. In Pflegeberufe zu locken, aber braucht es gute Arbeitsbedingungen? Braucht so. Es dann doch mehr Geld? Ja, vielleicht gerade noch mal, weil das bezog sich ja jetzt auf das, was Verwaltung tun kann. Wir haben auch so ein Gesundheitsmanagement auf den Weg gebracht über unseren Personalrat, die da sich sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt haben, die Kollegen befragt haben, was wollt ihr, was braucht ihr? Da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass man hier wirklich, also auch gerade in dem neuen Haus, wir bauen noch ein zusätzliches Haus bei 1300 und weitere Mitarbeiter, ist das natürlich schon ein Wort für alle, das zu ermöglichen, aber sowas geht, werden wir hinkriegen. Ob es am Ende das ist, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hält, ist eine zweite Sache, da zählt noch vieles dazu. Ja, so der Umgang miteinander beispielsweise ist ein ganz, ganz wichtiger, der sich mir immer wieder zeigt. Natürlich auch das Geld, die Eingruppierung. Ein Landkreis darf weniger oder eine Kreisverwaltung darf weniger von der Höhe her gesehen eingruppieren als jetzt eine Stadt, Mainz zum Beispiel, obwohl die Stadt Mainz genauso viele Mitarbeiter hat wie wir. Ja, das ist also im Vergleich, ja, die haben noch die Kindergärten dazu extra, das läuft halt bei uns anders, aber vom Grundsatz her kann das eigentlich nicht sein. Auch da müsste man mal ran. Wenn ich noch mal was sagen darf zu dem Thema auch die Härte, die gerade so vielleicht in dem Pflegebereich oder also in der Klinik, in einer Klinik für die Mitarbeiter da ist, wenn die zum Beispiel die Nachtdienste schieben. Also ich habe das erlebt, mein Mann, der ist Anästhesist, war das noch zu einer Zeit, da waren unsere drei Kinder klein und der hatte 36 Stunden Dienste. Das will heute wirklich keiner mehr machen. Er hat es gemacht, die haben das damals alle gemacht, weil sie aber irgendwie so das Ziel hatten,
das wird schon irgendwann mal, wird das anders sein, da kriege ich vielleicht eine andere Position und dann funktioniert es. So kann es funktionieren, aber auch nicht unbedingt bei jedem. Und heute sind die runtergeschraubt von der Zeit her, was auch richtig ist. Ich kann Ihnen sagen, da geht die Familie auf dem Zahnfleisch, wenn Sie sowas, Sie kennen das. Ja, und insofern ist das zum Beispiel eine gute Maßnahme gewesen, dass man einfach von dieser langen Zeit runterkommt. Aber auch andere Dinge, die da noch mit reinkommen. Also wir halten fest, es gibt eine Knappheit. Es gibt Menschen, die umhegt und umpflegt werden müssen, damit sie andere auch pflegen können, damit wir nicht in eine Situation geraten, die ganze Welt abzugrasen und denen die Menschen abzunehmen. Kann über Digitalisierung, da komme ich jetzt zu dem ganz großen Thema, das uns ein bisschen wie der Elefant im Raum begleitet, kann über Digitalisierung auch eventuell Pflegemangel, sagen wir mal so, behoben werden, dass es besser gesteuert wird. Also festzuhalten ist auf jeden Fall, es ist die größte Schwäche und es könnte die Lösung für ganz viele Probleme in dem sein. Sie haben festgehalten am Anfang, dass uns diese Pandemie zum falschen Zeitpunkt erwischt hat. 5 Jahre später hätte es ein bisschen anders ausgesehen, aber da hätte man sich trotzdem mehr Zeit gelassen, es wäre anders gelaufen. Jetzt ist es klar, es ist nicht mehr zu leugnen, man könnte Effizienzgewinne im Gesundheitswesen durch Digitalisierung im Jahr in Deutschland von 34 Milliarden Euro schaffen. Das Ziel sind besser gemeinsam genutzte Daten. Herr Horneber, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie furchtbar viele Systeme hatten früher im Krankenhaus und dass Ihre Branche sich am allerwiderstandsfähigsten gegen die Digitalisierung erwiesen hat. Ist so, ist wahnsinnig zersplittert. Ganz viele Schnittstellen zwischen den Systemen und trotzdem ist es das ein ganz, ganz wichtiges Thema, das uns seit 5 Jahren sehr intensiv beschäftigt und zwar in keiner Weise als Selbstzweck, sondern Digitalisierung ist ein Tool, ein Hilfsmittel wie Pflegematerial und wie andere Dinge, um die Prozesse besser zu machen. Also zwei Beispiele. Wenn es uns gelingt, die Daten, die anfallen während des Behandlungsprozesses, direkt aus den Maschinen, zum Beispiel aus Anästhesiegeräten oder aus anderen, elektronisch automatisch zu erfassen und die gleich in die Patientenakte dann von selber einfließen, was ja sein muss wegen der Abrechnung und wegen der Dokumentation, sparen wir wahnsinnig viel Zeit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Berufsgruppen für Dokumentation und schaffen ein Stück weit Bürokratie ab. Also das ist ein Ziel, was wird jetzt auch massiv gefördert, ja, über das Krankenhauszukunftsgesetz, 4,3 Milliarden Euro für Digitalisierung in den Krankenhäusern in den nächsten Jahren. Wir haben 60 Millionen fast beantragt auch an Fördermitteln und ein großes Ziel ist es, Daten wirklich automatisch zu erfassen, dass da niemand mehr dabei sitzen muss. Und der andere ganz große Punkt, wo man auch unglaublich viel Geld sparen kann, ist, wenn der Kommunikationsfluss wirklich und der Informationsfluss durchgängig wäre. Wir haben auch für, glaube ich, 12 Millionen Euro jetzt Medikations- oder so ein Medikamentenmanagementsystem beantragt. Die Patientinnen kommen mit einem Beutel voller Medikamente, idealerweise bringen die alle mit. Wir wissen es ja von nirgends her, ja, trotz E-Rezept und so, kommen die und die werden dann alle eingetippt oder eingescannt, die Medikamente. Dann guckt man mal, was da überhaupt passiert ist, was die verschiedenen Fachärzte und Hausärzte den Menschen alle so verschrieben haben. Dann wird er erstmal entgiftet und was vernünftig gemacht. Das ist schrecklich für die Gesundheit der Betroffenen und auch wahnsinnig teuer, wenn Ärzte nebeneinander irgendwelche Medikamente. Mein Bruder ist Apotheker, der kann da Schauermärchen erzählen, was da bei ihm alles aufschlägt in der Apotheke. Also da kann man wahnsinnig viel Geld sparen und das machen wir jetzt auch, da wird auch gefördert, eben, indem man zum Beispiel bei der Medikation ansetzt. Und da gibt es viele weitere Beispiele, wenn man die Geschichte eben lesen könnte und zwar nicht über PDF-Dokument, das irgendwo in der 500 Seiten langen Patientenakte hängt, sondern wenn es auswertbar vorliegen würde, weil es elektronisch erfasst worden ist, dann kann man genau sehen, hat jemand eine Allergie, wie ist es, wie muss man ihn oder sie behandeln und muss nicht jedes Mal fragen, das kann man trotzdem nochmal machen, um sich zu vergewissern, hat aber ein anderes Niveau, wie wenn man immer wieder bei Null anfängt, geht die Diagnostik wieder von vorne los, die Bildgebende und so, das kostet ein Wahnsinnsgeld, darum halte ich die 34 Milliarden durchaus für überhaupt nicht unrealistisch und da liegt ein ganz großer Hebel drin, aber wir sind noch ziemlich weit davon entfernt, weil es viele, viele kleine Anbieter gibt, keine großen, kein SAP oder so, gibt es auch ein bisschen, aber kein so großes System im Krankenhausbereich, das sowas leisten könnte. Aber da liegt ganz viel an Qualitätsverbesserung und auch an Kostensenkung drinnen, die man erreichen kann. Professor Beivers, warum hat es denn hier so lange gedauert mit der Digitalisierung? Wo kommt der Widerstand her? Eine Frage.
Und wie kommt es, dass Länder mit staatlichen, steuerfinanzierten Strukturen alle weiter bei der Digitalisierung sind? Also zum einen, jetzt meine ketzerische These, von den heute bestehenden Ineffizienzen leben viele Menschen. Und die haben keine Lust, sozusagen, dass alles effizient wird und auf ihre Einkünfte zu verzichten. Das muss man aber mal ganz klar sagen. Das ist eine ganz klare, nüchterne ökonomische Analyse. A2, ich glaube, es liegt nicht nur, also Sie haben, Ihre Analyse ist auch richtig, Dänemark ist natürlich auch so, ich habe sehr viel zum Thema Dänemark auch publiziert, geforscht, es ist natürlich immer einfacher, ich sage jetzt mal 10 Millionen Menschen zu digitalisieren als 80 Millionen und wenn Sie dann noch sozusagen 16 Fürsten und Herzöge im Bundesrat sitzen haben. Das muss man mal fairerweise sagen, ich bin durchaus auch ein Freund vom Föderalismus, ich komme aus Bayern, wir werden mit dem Föderalismus aufgezogen, aber trotzdem ist es ja schon so, dass ich glaube einfach auch die Föderale und vor allem korporatistische Struktur uns lähmt. Und ich bin trotzdem ein Freund, ich bin trotzdem für die Selbstverwaltung und gegen staatliche Gesundheitssysteme. Historisch betrachtet gibt es in Deutschland auch gute Gründe, warum wir hatten ja nur einmal ein staatliches Gesundheitssystem, und zwar von 38 bis 45 und sonst nie. Und es gibt gute Gründe, ich bin für die Selbstverwaltung, aber ich bin eins bei Ihnen, wenn die Selbstverwaltung nicht reformiert und effizient wird, dann ist auf Dauer ein staatliches Gesundheitssystem besser und das sagen Sie von jemandem, der gegen ein staatliches Gesundheitssystem ist. So, das heißt also, die Selbstverwaltung 2.0 muss sich digitalisieren, muss sich optimieren und ich bin auch ganz beim Herrn Horneber, ich glaube, wir können da einiges holen, wo im Übrigen auch noch, also Dokumentation hatten Sie es gesagt, Arzneimittel, was die Menschen für Arzneimittel-QVs zu sich nehmen, also Verschnitt von verschiedenen Zusammenschnitten will man so. Sonst würde man sonst beim Wein nie trinken. Ja? Das, glaube ich, wo auch viel ist, wenn Sie mal an unsere Notaufnahmen schauen. Wir sind alle von Zalando gewohnt, 24/7 einzukaufen. Ne? So, und jetzt aber wollen wir halt auch am Samstagabend, merken wir haben Kopfschmerzen. Haben eigentlich schon die ganze Woche, aber wir haben nie Zeit gehabt, weil wir ständig arbeiten. Also gehen wir am Samstagabend, googeln wir im Internet, finden wir, okay, ich glaube, ich habe doch Gehirntumor, ich gehe jetzt sofort in die Notaufnahme. Ärzte inklusive nicht ausgeschlossen. Dann gehe ich ins Notkrankenhaus und dann sitzen sie alle und warten, bis sie drankommen. Und wenn die Menschen mal schön digital gesteuert werden würden, und beraten werden würden über Telefone und sonstiges, könnte man vieles verbessern, könnte man, und ich sage nur eins, Patientensteuerung, digitale Patientensteuerung hat in der Corona-Pandemie viel geholfen, weil wir sie aus den Krankenhäusern rausgehalten haben und das ist auch die Zukunft, da kann Digitalisierung viel helfen. Wer nimmt das in die Hand? Wer macht das? Bei diesen vielen Strukturen, Krankenkassen, Krankenhäuser, wir haben einfach zu viele Strukturen, ist mein Eindruck. Also ich glaube, dass das genauso passiert wie in vielen anderen Lebensbereichen, dass das System an sich ist nicht reformfähig. Das ist viel zu zersplittert, das kommt von außen. Das ist nicht unbedingt, wir haben gerade Zalando genannt, also Amazon. Das wird irgendeine ganz große Plattform sein. Das gibt's auch im diakonischen Bereich ganz lustige Ansätze. Da geben wir mal 3-4 Millionen aus, um auch so eine Plattform zu machen. Kann man alles komplett vergessen. Das sind Milliarden, hunderte von Milliarden. Oder man hängt sich an so eine Plattform dann dran. Und Patienten, die machen, jedenfalls wenn sie elektive Patienten sind, genau das Gleiche, was heute jeder von uns macht, wenn er ein Hotel bucht. Sucht sich eine Buchungsplattform raus, guckt, was sind so die Bewertungseinträge da, bezahlt über die Plattform, gibt seine Bewertung ab und so kommen künftig Patientinnen und Patienten auch zu uns und dann wird auch das, was wir alles über unsere Variables da so einspeisen, das wird dann da an dem alles abgenommen und die Plattform, die irgendwie ein gruseliger US-Internet-Gigant dann steuert, da wird sein, der Digital Twin, unser digitales Ebenbild neben uns, an dem nicht nur die Gesundheitsdaten haften, sondern jetzt schon unsere ganzen Einkaufsdaten und was wir für Bankgeschäfte machen und für Versicherungen haben, ist ja alles schon da. Und das wird jetzt in der Gesundheitsbereich uns, Datenschutz ist dann auch ganz wichtig, vielleicht das hält es noch ein bisschen ab. Ich sehe das so kommen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es aus dem System heraus passiert. Was wir tun können, ist, das andere zulassen, aber in irgendeiner Weise so reguliert, dass es verantwortbar ist für unser Kultursystem, wie wir auch wollen, dass mit unseren Daten umgegangen wird. Aber ich bin ziemlich überzeugt, die Revolution kommt von außen und überwindet das System auf eine digitale Weise. Also wir werden in der Form unser Gesundheitswesen abgeschafft sehen, weil andere das übernehmen. Laufen.
Also wir machen, wir sehen ja schon, gibt es ja auch in der von Ihnen zitierten PwC-Studie, wie Patienten überhaupt, also Notfallpatienten immer ausgenommen, in ein Krankenhaus kommen, 40% über die Internetseite. Da schaue ich mir mal unsere Internetseiten an und denke mir, okay, muss man mal noch ziemlich viel Gas geben. Dann kommen ganz viele über soziale Medien, weil da rumgesprochen, oder über Portale. Ich lasse gerade alle Portale analysieren, alle unsere Krankenhäuser, zum Beispiel bei Google, gucken Sie mal, wo unsere Krankenhäuser so stehen oder Ihre so stehen, dahinter lassen Patienten ganz wichtige und wertvolle Bewertungen. Meistens sind es ein bisschen auf Krawall gebürstete, aber das müssen wir alles ernst nehmen und so wird über uns geredet und dann kommen Menschen gar nicht zu uns, das wissen wir gar nicht, die kommen einfach nicht, weil da steht irgendwie ein schlechter Kommentar, wir haben bloß 3,4 von 5 und das geht nicht mehr so. Da kann man aktiv einiges auch tun, um Patientenflüsse zu steuern und das wird komplett anders sein, da ist der niedergelassene Arzt nicht mehr derjenige, der die Patienten uns schickt. Also man muss sich an die eigene Nase fassen in der Branche. Man braucht aber auch Systeme von außen, die einen da tatsächlich Beine machen. Und man braucht jemanden, der es steuert. Und dabei hat es ja wirklich so viele Chancen. Apropos, wieder kommen wir natürlich das Thema Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Ohne Telemedizin wird das ja auch nicht zu schaffen sein. In der Corona-Pandemie sind viele Notaufnahmen besetzt worden, weil Menschen Symptome hatten, die sie nicht einordnen konnten, Angst hatten. Allzu verständlich, man handelt in Panik, man denkt nicht mehr drüber nach, wie auch immer. Mit der Telemedizin kann man das ja auch verhindern und sagen, ich habe hier was und schicke Ihnen ein Foto von meinem roten Hals, schauen Sie mal, oder muss ich mir jetzt schon Sorgen machen, das sind meine Symptome. Das wäre ja auch genau für ländlichere Gebiete die große Chance in der Gesundheitsversorgung, den Anschluss nicht zu verlieren. Frau Schäfer. Also ich bin da schon überzeugt davon, dass das gute Wege sind. Ich habe das mal vor 10 Jahren oder so, habe ich das mal bei so einem ganz jungen Unternehmen gesehen, wie die das aufgebaut haben, war fasziniert davon. Damals war das in den Anfängen und ich glaube, dass das in der Tat gut helfen kann. Natürlich gibt es immer noch die Ängste bei den Betroffenen, das ist ganz klar. Das ist schwierig umzustellen. Ja, wenn Sie wissen, es könnte ein Arzt dabei sein in dem Rettungswagen oder der vielleicht zugeschaltet kommt, dann wartet man lieber nochmal auf den Arzt vor Ort, weil man da einfach ein größeres Vertrauen dazu hat. Ich glaube, dass es zu wenig beworben ist, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass man dann nur nicht darauf schauen darf, ist es jetzt, kostet jetzt weniger Geld oder nicht, sondern zu sagen, ja, wir können hier ganz genau, hier an diesem Ort, wir brauchen Sie gar nirgendwo hinzufahren im Moment. Wir können erst mal schauen, ob das in Ordnung ist und dann können wir wirklich sehen, wo Sie zielgerichtet hingefahren werden können, damit es einen Erfolg für Sie hat. Ich glaube, das ist das, dass wir darüber noch gar nicht wirklich sprechen. Vielleicht in den Fachkreisen, das ist klar. Aber nach außen hin kriegt es niemand mit. Und jeder erwartet für sich das komplette Programm, ob das jetzt gut ist oder nicht für den Einzelnen. Das kann ja jemand, der sich damit gar nicht auskennt, der kann das ja gar nicht wissen, woher soll das wissen? Ja, und dann kommt diese unsägliche Diskussion, da haben wir die Privatpatienten, die kriegen alles bezahlt und die anderen, die bekommen nichts. Das geht auch nicht, ja, dass das sozusagen dann beeinflusst. Mhm. Digitalisierung kann also ganz viele Probleme lösen. Es geht nicht von heute auf morgen. Herr Beibers, was können wir von heute auf morgen, was müssen wir von heute auf morgen lösen, um gegen die nächste Krise gewappnet zu sein? Also ein Satz zur Digitalisierung, weil das heißt auch, was wir da machen. Ich glaube, A und O ist, dass es einfach zu bedienen ist, die Usability. Mhm. Da bin ich bei Ihnen. Ich glaube aber, da bin ich zuversichtlich, das ist die größte Herausforderung. Wie oft zum Beispiel in diesem Lockdown meine Mutter Mitte 70 mit unserer Tochter FaceTime gemacht hat. Ja? So, meine 10-jährige Tochter hatte 75-jährigen Oma erklärt, wie das funktioniert. Jetzt können sie es beide und jetzt treffen sie sich endlich wieder, aber ab und an am Abend ruft sie nochmal schnell die Oma über FaceTime an. Das heißt, das ersetzt nicht den echten Besuch, aber zwischendrin kann man sich häufiger sehen. Und ich glaube, das soll nicht ersetzen, aber wir müssen einfach, es muss die Menschen, und das haben wir in der Pandemie gelernt, das kommt auf Ihre Frage,
die Menschen machen viel mit. Ich fand, die Deutschen haben es eigentlich doch ganz gut gemacht, wenn sie verstehen, dass es sinnvoll ist. Ich selber auch habe mich an alle, und ich halte mich an alle Regeln, aber ich war schon manchmal an dem Moment, wo ich mir dachte, ich verstehe jetzt nicht, warum der Teeladen offen hat und warum der Schreibwarenladen nebendran zu hat. Es gab Momente, wo ich an der Logik gezweifelt habe. Und das ist kein Vorwurf, sondern und ich sage mal, wir müssen die Menschen genauso vor Ort mitnehmen. Wir müssen, wenn die Leute erkennen, es ist irgendwie sinnvoll, und dann machen sie es eigentlich mit, weil die Deutschen unterm Strich dann doch ganz brav sind. Sie machen dann alles mit, wenn sie es verstehen, und dann machen sie es auch. Aber dieses, und genauso bei der Digitalisierung, die machen das schon irgendwie mit. 20% wird man nie erreichen können, vielleicht will man die auch gar nicht erreichen. Ne? Aber wir können, glaube ich, 80% wie beim Impfen schon erreichen, wenn wir die Menschen richtig aufklären, aber sie müssen es verstehen und es muss klar sein, nicht heute so und morgen so. Und bei der Digitalisierung klar, einfach und strukturiert, denn ich denke mal, wenn es ich nicht verstehe, dann kann es auch sein, dass es andere Leute nicht verstehen. Das könnte man ja dann auch sehr gut für zur Entlastung der ganzen Notfallzentren benutzen, wenn man diese Möglichkeit der Digitalisierung, der Telemedizin, der ganz anderen Kommunikation hat. Das wäre doch ein Segen für Sie. Ja. Machen, glaube ich, auch ganz viele Menschen schon, die mal auf Ada oder so auf irgendwelchen Portalen mal ihre Symptome eingeben. Mal gucken, was da so ist. Und da gibt es auch schon sehr clevere, die dann mit, also die rufen dann an oder man kann dann Diagnosen auch über die weitere Entfernung machen. Und das ist natürlich gut. Viel besser ist es noch, so machen wir es mit Telemedizin, bieten das auch an, aber auch da gibt es wieder Sektorengrenzen und alles Mögliche zu beachten. Alles ziemlich schwierig und ziemlich reguliert. Wir haben trotzdem viele Sprechstunden jetzt da gemacht. Man bespricht sich vielleicht mal im Vorfeld und dann sieht man auch die Ärztin oder den Arzt, wird untersucht und kriegt zum Beispiel seine Ergebnisse über eine Videosprechstunde dann mitgeteilt. Braucht man nicht 20 Kilometer in sich reinfahren lassen oder selber fahren oder kann es in der Mittagspause machen, wenn man berufstätig ist. Das ist schon ziemlich gut und man muss es halt gut kombinieren und spart dadurch ziemlich viel Zeit. Wir haben noch ein großes Thema, da können wir alles zusammen bündeln, bevor wir mit Ihnen in die Diskussion treten und Sie Ihre Fragen stellen können, nämlich das Thema Effizienz. Dieser Begriff steht über allem. Die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Auf der einen Seite wird wahnsinnig viel Geld verschwendet, jeder hält oder viele halten an ihren Pfunden fest, wie Sie gesagt haben, die Beharrungskräfte sind immens. Auf der anderen Seite wird genau der gleichen Ökonomie vorgeworfen, ihr zwingt uns dazu, dass wir rentabel sind. Das geht auf Kosten der Patienten, das geht auf Kosten der Pflegekräfte, das geht auf Kosten der Leistung, der Qualität letztendlich. Wie kann man Effizienz neu definieren? Effizienz, damit, wie Sie es im Vortrag auch gesagt haben, wirklich am Ende es zum Wohle aller gelingt. Wie würden Sie das tun, Herr Beiger? Also ich würde erstmal appellieren und mich freuen, wenn mehr Vertrauen statt Kontrolle ins System eingebracht werden würde, wenn man wieder ein bisschen zurückschraubt. Und das sind ja alles immer diese Regulierungen, die da alle kommen, Reaktionen darauf, dass Menschen das System ausnutzen, also auch Geschäftsführer oder Vorstände oder wer auch immer. Ich würde erstmal mich freuen, es würde wieder mehr Vertrauen ins System kommen und ein bisschen mehr Befreiung, statt dass man so reguliert ist überall und immer nur noch guckt, was muss man als nächstes tun. Ich glaube, da würde viel Effizienz dadurch gesteigert werden können. Dann der andere Punkt der Digitalisierung würde auch ein ganzes erhebliches Maß an Effizienz reinbringen. Und dann, was ich auch gesagt hatte, gute Art und Weise der Zusammenarbeit, motivierte Menschen, die in den Krankenhäusern dann tätig sind, die mit Freude Patienten behandeln, die im Übrigen manchmal auch gar nicht mehr. Also es ist schon sehr beschwerlich, was man sich da zum Teil gefallen lassen muss als Arzt oder Ärztin oder Pflegekräfte, was da auch Gewalt in der Pflege auch herrscht. Das muss man auch mal nur ganz am Rande sehen. Aber eine gute Organisation würde dann viel Effizienz auch bedeuten. Ich glaube nicht, dass wir ein grundsätzlich anderes Krankenhausfinanzierungssystem brauchen, das DRG-System. Ich kann mir eigentlich kein besseres vorstellen. Es ist schon sehr scharf und ziemlich gut. Allerdings ist es halt nur für die Krankenhäuser. Und an den Sektorengrenzen ist gleich wieder Schluss. Also auch dieses Thema nochmal, dass man vielleicht das überwinden kann und einen Patienten, eine Patientin auch umfassend behandeln darf. Sie brauchen auch für jedes und alles, was sie tun, wieder einen anderen Versorgungsvertrag und eine Zulassung und Erlaubnis. Das ist auch alles richtig, dass nicht jeder hier irgendwo frei agiert. Aber da mehr Durchlässigkeit zu bekommen, wäre auch ein großer Hebel nochmal. Wie definiert der Ökonom vor diesem Hintergrund Effizienz neu? Also Herr Honneb hat eigentlich genau die richtigen Sachen angesprochen, am Ende nicht mehr jeden Prozess durchgucken, sondern das Ergebnis angucken und schauen, dem Menschen sozusagen, dem Manager, den
Gesundheitsmanagern und ökonomischen Managern machen lassen, die Ergebnisse kontrollieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt natürlich die Frage, wie viel Gewinne darf man im Gesundheitswesen machen. Eigentlich ist das eine Frage, mit der beschäftigt sich die BWL schon ganz lange. Es gibt den Hanseschwur, das Prinzip des vorsichtigen und anständigen Kaufmanns. Damit haben sich schon die hanseatischen Kaufleute vor ein paar hundert Jahren beschäftigt. Das HGB und das IHK-Recht kennt das auch. Jetzt ist schwierig zu definieren, was ist denn ein anständiger Kaufmann. Vorsichtig, das sind dann die Buchungsregeln. Aber was ist denn Anstand? Aber ich würde mir oft wirklich, ich glaube aber, das ist auch mittlerweile bei den privaten Konzernen auch wirklich da. Auch nicht alle privaten Konzerne sind übrigens gleich. Da gibt es ganz unterschiedliche Renditeforderungen, Vorstellungen. Und auch die großen, seriösen privaten Konzerne wissen, dass man mit dem Krankenhaus nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen kann, wenn man ein anständiger Kaufmann ist. Und ich glaube, darum geht es, den Kaufmannsanstand im System, aber nicht nur im Gesundheitswesen zurückzubringen, auch in vielen anderen Bereichen. Also, was mich wundert, Sie würden also nicht an den Strukturen rütteln. Es soll eigentlich alles so bleiben, wie es war, und wir machen doch dann so weiter. Wie Struktur gelingt es uns dann, das einzusparen, was wir nicht haben? Die Strukturen brauchen wir gar nicht viel rütteln, weil zum Beispiel niedergelassene Ärzte werden bald nicht mehr in der Fülle da sein. Das wird sich von alleine abrütteln, weil nämlich die meisten niedergelassenen Ärzte über 55 sind und in den nächsten 10 Jahren einfach nicht mehr da sind. Mal ganz hart gesagt. Die drohende Unterversorgung geht davon, dass mindestens ein Drittel der niedergelassenen Ärzte in 5, 6 Jahren einfach nicht mehr da ist. Also ein gewisser Teil der Strukturen rüttelt sich von selber weg. Man kann schon in dem bestehenden System. Das ist eine harte Aussage darauf. Bevor das System an die Wand gefahren wird. Knappheit führt zu Effizienz. Ja. Knappheit führt zu technischer Innovation. Mhm. Spätrömische Dekadenz hat noch nie zu Strukturveränderungen geführt. Mhm. Es tut mir leid, dass ich das sage. Also ich meine, die Knappheit führt dazu, dass man, in der Pandemie ging es doch auch. Wenn es keine andere Lösung gibt, Knappheit führt dazu, dass man die Knappheit überwindet. Da bin ich Ökonom, glaub an die Effizienz der Knappheit. Herr Horneber, wie würde der Patienten damit noch aufrechterhalten? Also ich glaube, dass im System schon einiges geht noch an Effizienzverbesserung. Wir können da noch ziemlich viel machen. Natürlich müssen Krankenhausstrukturen und Krankenhausstandorte auch dann zusammengelegt werden und verdichtet werden und so, was wir eingangs diskutiert hatten. Aber wir können auch schon noch einiges mehr machen und wir versuchen das auch. Und jetzt war Ihre andere Frage. Viel Effizienz, wenn sich was wegrüttelt, der Patient bleibt nicht auf der Strecke, nee. Auch nicht in 10 Jahren. Nee, also jedenfalls bei uns nicht, weil dafür stehen wir. Also wir verzichten dann eher auf Gewinn, als Patienten schlecht zu versorgen. Und wenn wir bestimmte Strukturen nicht vorhalten können, dann dürfen wir auch Patienten gar nicht versorgen. Wenn wir die Technik nicht haben oder die ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann geht es schon gar nicht. Aber bei uns steht wirklich, und wir geben uns noch sehr viel mehr Mühe in den nächsten Jahren, sage ich ganz bewusst, das Thema Patientenorientierung nochmal sehr viel ernster zu nehmen. Nicht nur, weil wir Menschen lieben, wir heißen Agapleso und Nächstenliebe, ja, also wir lieben auch die Nächsten, nicht nur uns selber oder Gott, sondern gerade uns ist das wirklich wichtig, und ganz schlicht, uns laufen auch die Patientinnen und Patienten dann davon, weil es gibt viele ganz toll organisierte Privatkliniken, die machen eben zum Beispiel nur Knie, total Endoprothetik, und die haben ein ganz tolles Setting da drumherum. Die tun sich da auch leichter wie wir, die wir in einem komplexen Krankenhaus viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Krankheiten oder Geburt ist keine Krankheit, von der Geburt bis zum schwerst onkologisch kranken Patienten. Es verlangt ja ganz unterschiedliche Haltungen, versorgen, aber wir müssen uns noch viel mehr um die kümmern, sonst haben wir die Patientinnen nicht mehr bei uns, genau wie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es gibt genug Angebot für die Patientinnen und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch woanders hinzugehen. Das ist ein sehr gutes Korrektiv, sich richtig anzustrengen. Und wir machen es aber nicht nur deswegen nochmal, sondern auch aus Grundüberzeugung, weil wir deswegen überhaupt existieren, um Menschen gut zu versorgen. An dieser Stelle würde ich unsere Diskussion hier oben vorerst beenden und würde Ihnen jetzt vor Ort Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen. Hier vorne. Sie bekommen ein Mikrofon, dann hören Sie alle. Ja, da ich selber im Gesundheitswesen arbeite, wollte ich was sagen. Also Pflege ist ein schöner Beruf, ja, aber er ist nicht mehr schön, wenn man ihn nicht so machen kann, wie man ihn gelernt hat und wie er richtig ist. Wenn man so unter Druck ist, dass man unzufrieden rausgeht, dass in den Corona-Zeiten man heulend rausgehen muss, weil man genau weiß, man kann nicht mehr machen, wenn man auf der Intensivstation
eine Schicht lang drei Patienten betreuen muss, wenn man den anderen auch noch eine Pause geben muss. Und es war nicht nur die Intensivstation, es ist überall, wurden Betten geräumt zum Leerhalten, dafür musste man woanders hingehen. Leute haben völlig andere Sachen machen müssen, also die von der Hautklinik in die Psychiatrie, den Tausch zu machen. Dann gibt es einen Punkt, wo das keinen Spaß mehr macht. Wenn Sie viele Stunden in der Schutzkleidung sind, mehr als anderthalb oder drei, irgendwann können Sie nicht mehr. Und jetzt geht es weiter, jetzt werden die Operationen nachgeholt, die ausgefallen ist. Es geht immer weiter und Sie können nicht mehr. Und das ist nicht mehr gut. Es ist schön, wenn Sie ein Schichtbahnmodell haben, was zufrieden macht, wo man nicht dauernd einspringen muss. Das ist gut, aber das reicht nicht. Da ist so viel im Argen, da muss mehr her. Und das Zweite, was ich fragen wollte, ist, Sie haben gesagt, es muss ein gesellschaftspolitisches Zielbild sein, dann ist es egal, der Beste soll es dann umsetzen. Wer macht denn dieses gesellschaftspolitische Zielbild? Also wir wissen ja, seit der Bundestagswahl, unsere Politiker sind Juristen und Lehrer und BWLer und was weiß ich was, aber sicher wenige Altenpflegerinnen, wenige Verkäuferinnen, wenige Arbeiter, obwohl diejenigen früher sterben wegen der schweren Arbeit als die Juristen. Ne? Also wer legt denn das Bild fest, also nachdem das dann laufen soll? Ich glaube, da fallen viele raus. Wer möchte das beantworten, Herr Professor Beibert? Man sagt immer, der Bundestag ist mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer. Sie haben vollkommen recht mit dem Zielbild. Ich finde, die Robert-Bosch-Stiftung macht momentan ganz gute Ansätze und erarbeitet Bürgerdialoge, wie man sozusagen in Bürgerdialog treten kann, damit diese Zieldiskussion, die Sie ansprechen, nicht irgendeine fiktive oder auch bourgeoise Diskussion ist, sondern dass die sich an der Realität der Menschen in den Regionen auch widerspiegelt. Ist aber natürlich hier auf dem Podium einfacher gesagt, wie in die Realität umgesetzt. Zweiten Punkt, den Sie ansprechen, den finde ich ganz wichtig. Ich weiß es auch, meine Frau sagt auch immer, ich sage immer, Mensch, wie schlimm ist die FFP2-Maske? Sagt meine Frau, ich arbeite 10 Stunden am Tag mit ihr und was beschwerst du dich? Zu Recht natürlich, ne, und behandle dabei noch Patienten. Ich will aber auf Ihren Punkt, und zwar, Sie beschreiben gerade eine paradoxe Situation, die wir hatten. Wir hatten Pflegekräfte, die bis ins Limit gearbeitet haben und Ärzte, wirklich, wir haben auch Freunde von uns, die arbeiten auf Intensivstationen, wirklich bis ins Koma quasi sich gearbeitet haben und andere Kliniken haben ihre Pflegekräfte in Kurzzeitarbeit geschickt, weil sie freigehalten haben. Und genau das ist unser Problem. Eine Ungleichverteilung der Ärzte, der Pflege und der Arbeitslast. Es ist eine Ungleichverteilung. Und das ist ein Problem von Verteilungsgerechtigkeit. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Und es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Immer weniger leisten immer mehr und andere machen dann vielleicht weniger. Und das kann in einer Demokratie aber nicht funktionieren. Und in einem Gerechtigkeitssystem, in meiner Vorstellung von Gerechtigkeiten, da bin ich bei Ihnen. Und deswegen müssen wir über Verteilungs- und Leistungsgerechtigkeit neu diskutieren. Der Herr Heffler. Ja, Striegler, Leitung des Arbeitskreises Wirtschaft, der hier das geplant hat. Also herzlichen Dank für die interessante Diskussion. Wir hatten uns überlegt im Vorfeld, Resilienz ist noch ein Thema. Und vorhin haben Sie gesagt, also Bevorratung von Masken ist Blödsinn und da gibt es sicherlich einige andere Beispiele auch, dass Bevorratungspolitik alleine jetzt von Medikamenten oder Ähnliches, wenn ich an Ablaufdaten denke, also wahrscheinlich nicht allzu sinnvoll ist. Aber ich frage mich dann, was ist denn die Alternative? Was können wir denn tun? Wir haben eben, haben Sie alle festgestellt, Pflege, kein Notstand, aber Pflegeknappheit an Kräften. Solche Krisensituationen können sich wiederholen und dann haben wir wieder die Knappheit an Kräften, an Menschen, die ich auch in einer bestimmten Qualifikationsstufe möglicherweise benötige. Muss ich nicht dort, und da komme ich jetzt auf Ihren letzten Beitrag, muss ich nicht da in Sachen Verteilungsgerechtigkeit überlegen, brauche ich nicht tatsächlich Menschen, die entsprechend qualifiziert sind, die im Ernstfall einsetzbar sind. So wie der Katastrophenschutz in anderen Bereichen ja auch funktioniert in unserer Gesellschaft, brauche ich nicht hier auch so etwas, dass ich im Voraus Menschen qualifiziere für diesen Ernstfall und auch eine Einsatzfähigkeit dann sicherstelle. Also ich erinnere, Katastrophenschutzgesetz besagt, also wenn ich einen Großbrand habe
dann dürfen die Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehren werden von ihrem Arbeitgeber freigestellt, müssen freigestellt werden, damit sie die Katastrophe handeln können. So etwas Ähnliches, bräuchten wir das nicht auch in der Medizin mal als Fragestellung? Ich möchte antworten. Ja. Also trifft es ins Schwarze, ich nenne es immer so ein bisschen allgemein den Vorbereitungsgrad. Das ist so, dass eine Organisation, also das ist, kann ja dann nur ein einzelnes Krankenhaus sein oder mehrere, gerüstet sind, indem man sich vorbereitet hat. Also wir hatten natürlich unsere Krisenstäbe, die sind von einem auf den anderen Tag losgegangen, weil die alle schon da waren, weil wir öfters schon Krisenszenarien erprobt hatten. Da war der zentrale Krisenstab und jedes Krankenhaus innerhalb von 2-3 Stunden Krisenstab gebildet mit allen S-Funktionen und alles, was da so reingehört. Und wir haben die Arbeit des Krisenstabs reflektiert nach einem halben Jahr und dann haben wir ihn abgeschafft wieder und bei der dritten Welle haben wir ihn wieder kurz eingesetzt. Da legt man nur noch den Schalter um und sowas muss in der Organisation verankert sein, immer wieder geübt werden und natürlich braucht man dann auch Resilienz, das ist ein sehr, sehr schönes Wort, eine Stabilität und ein allgemeines Rüstzeug und dazu gehört auch eben ein Stück weit Flexibilität, so schwierig das auch sein mag. Ich weiß auch, dass es da Grenzen gibt in den Bereichen, in denen man sein originäres. Also ich kann nicht von einer onkologischen Station in die Geburtshilfe gehen, um mein Thema von vorhin aufzumachen. Oder die Kinderversorgung ist was ganz anderes. Aber es gibt Möglichkeiten, flexibler zu arbeiten. Und da haben dann auch Ärztinnen und Ärzte intubiert oder haben das in kurzer Zeit gelernt, vorsorglich, die damit nichts zu tun hatten. Und sowas muss man eben machen. Eine große Flexibilität und eine Bereitschaft erzeugen, den Schulterschluss auch, dass der grundsätzlich in der Organisation verankert ist und dann legt man wirklich den Hebel um und es geschieht. Das ist eine ganz große Managementkunst von den Chefärztinnen und Oberärztinnen und von den Pflegedirektorinnen und auch von uns. So muss man sich vorbereiten. Nur so kann ich es mir vorstellen und ein großes Vertrauen auch in die Leute. Man muss auch Verantwortung zum Beispiel ganz stark delegieren, muss man so und so machen. Aber wenn die Menschen, die es vor Ort am besten wissen, wie sie es da gerade sagen, Feuerwehr oder so, wir haben das Kommando abgegeben. Wir haben gesagt, als Vorstände, da gibt es welche, die sind besser als wir. Die können in Krise, die haben sowas schon öfters mal gemacht. Wir sind da zurückgetreten, wir waren zwar immer dabei und haben uns von denen berichten lassen, jeden Tag, 7 Tage die Woche war immer Krisenstab angesagt, aber wir haben die komplett alleine machen lassen. Was da noch alles passiert ist, kann ich mal dann später nochmal erzählen, war ganz spannend. Da muss man auch mal rausgehen und die Leute das Vertrauen haben und die machen lassen, die es können. Aber vorher, es muss vorreguliert sein, ja, und da haben Sie schon recht, da muss man halt in der Organisation insgesamt sehr, sehr stabil sein, sich aufeinander verlassen können, auch bei uns jetzt dann über die Landkreise oder über die Städte hinweg, in denen die Häuser sind, die Leute vernetzt haben vorher, dass sie voneinander wissen und dann eben auch bereit sind, auszuhelfen. Das funktioniert aber. Ich weiß von Ihnen, dass Sie gesagt haben, die Gesundheitsämter, jedes Einzelne kocht sein eigenes Süppchen. Was ist Ihre Erfahrung dabei? Wie kann Resilienz in diesem Bereich, wie kann dieser Schutz, dieses Wissen, das wir jetzt haben, bewahrt bleiben oder ausgebaut werden? Darf ich vielleicht gerade noch was anderes kurz dazu auch noch mal sagen? Ich glaube, ich habe mitgenommen aus meiner Mannschaft in den letzten 4 Jahren, also ich bin seit 4 Jahren erst im Amt, habe mitgenommen, dass man einfach reden will. Man will reden über die Arbeit, über das Zusammenarbeiten mit anderen, die Frage auch stellen zu dürfen, muss ich den Anfeindungen von immer mehr Bürgern beispielsweise, wie gehe ich damit um, muss ich damit auch mich auseinandersetzen, wen habe ich zur Unterstützung, wer hilft mir dabei? Und ich habe wirklich festgestellt, ich habe auch in eine andere Verwaltung geguckt, die nicht so oder die anders aufgestellt sind als wir beispielsweise, die weniger Personal haben und trotzdem auch da laufen uns die Mitarbeiter weg. Da kann ich nicht zugucken. Und deswegen habe ich mich jetzt auch da auf den Weg gemacht zu sagen, mit dem Personalrat, was immer richtig und wichtig ist, zu sagen, lasst uns mal gucken, wo an welcher Stelle passiert denn irgendwas, was für eure Arbeit hemmend ist oder was euch lähmt bei eurer Arbeit. Was zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Jugendamt. Wir haben keine jungen Leute, wir haben keine Leute mehr, vor allen Dingen auch keine Männer mehr, die mitgehen in eine Familie, dort das Kind rausholen oder Kinder rausholen, weil es nicht anders geht. Das will keiner mehr machen, das kann keiner mehr, weil das auch physisch eben, auch psychisch eine ganz hohe Belastung ist. Und das sind die Dinge, ich glaube, da müssen wir mehr auch dran arbeiten. So, und jetzt hatten Sie noch eine Frage. Vorbereitet sein,
Krisen haben es an sich, man hat viel gelernt und ja, sobald sie vorbei ist, hat man alles wieder vergessen und sagt, ach, beim nächsten Mal geht das schon. Das ist das Problem. Wie sorgen Sie dafür, dass Sie für die nächste Pandemie, für die nächste Katastrophe vorbereitet sind? Also ich gehe mal davon aus, dass sollte wieder sowas kommen, es wahrscheinlich ganz anders funktioniert, ganz anders kommt, als wir es jetzt so erlebt haben. Ich habe zum Beispiel auch wir haben uns immer um das Thema gekümmert, was haben wir noch an Material, brauchen wir das? Wir haben dann auch festgestellt, da sind wir eben in Deutschland, dass es wäre schön, wenn wir diese Masken noch länger aufheben könnten, aber das geht nicht, weil da ein Verfallsdatum drauf ist oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das ist dann schon so schnell abgelaufen, wie man gar nicht gucken kann sozusagen. Das bringt also alles überhaupt nichts. Und da müssen wir nach Lösungen suchen, die wirklich tragfähig sind. Und wir haben zum Beispiel dann auch festgestellt, dass es Firmen gab, die sofort, klasse Firmen, die sofort umgestellt haben, ihre Produktion und die diese Masken für uns erstellt haben. Und das gibt mir irgendwie so den Mut zu sagen, wenn es wieder mal aufschlägt, wir wissen jetzt, an wen wir uns wenden können, wir wissen, wer ist zuverlässig und wir wissen auch, wo an welchen Stellen gibt es Schwachstellen, die, an denen wir noch arbeiten müssen und das tun wir auch gerade. Mhm. Gibt es noch weitere Fragen hier im Publikum? Darf ich noch eine Idee nur kurz reingeben? Ja. Also alles richtig. Ich finde auch, vieles ist ja auch wirklich gut gelaufen, das muss man an der Stelle noch sagen. Ich finde die Idee, die man aus Dänemark noch nehmen kann, wir waren vorher von Skandinavischen, da ist, ich weiß es eher, das Rettungssystem. Da hat man versucht, im Rahmen der Community Health vor Ort Menschen auszubilden, die mit Defibrillatoren gut umgehen können. Menschen auszubilden, die gute Ersthelfer sind, so wie wir es im Betrieb auch haben. Und zwar in jeder Gemeinde mehrere Leute, die was machen können, die Kompetenzen haben. Vielleicht müssen wir auch mehr Menschen in den Regionen ausbilden, die sich mit Hygiene auskennen. Wir hätten manche Infektionen durchaus verhindern können, wenn rechtzeitig Menschen über Hygiene aufgeklärt worden wären. Was? Ja? Sie möchte noch was sagen. Ja. Also von dem her glaube ich, durchaus Gesundheitskompetenzen in die Bevölkerung zu empowern, mehr Kompetenzen durch digitale Unterstützung mitzubekommen, das kann man aus Dänemark lernen und das kann gar nicht schlecht sein, weil damit gibt man auch Verantwortung zu den Menschen, zu den Bürgerinnen und Bürgern zurück und dann sind Maßnahmen, die von der Politik kommen, nicht nur so abstrakte Sachen, mit denen man nichts aufgezwängt bekommt, sondern es ist wie bei meiner Tochter, wenn ich ihr Mitverantwortung für die Schularbeit gebe, dann ist sie nachher selbst mit Schuld, wenn sozusagen die Note nicht gut wird oder so irgendwas. Also verstehen Sie, was ich meine? Das ist alles schon etwas abstrakt, aber wie gesagt, im Notfallbereich haben wir das in Dänemark ganz gut hinbekommen, Bevölkerung zu schulen, in jedem Ort so Ersthelfer zu schulen und vielleicht kann man ja Pandemiehelfer schulen. Ich weiß es nicht. Ihre Frage ist beantwortet. Frau Dr. Fröhlich, was ist übers Internet reingekommen? Welche Fragen werden gestellt? Ja, ziemlich viel und zu den unterschiedlichsten Themen eine ganze Menge an Fragen und auch kritischen Kommentaren, die sich auf das Thema der Effizienz beziehen. Also zum Beispiel herrscht in der Pflege wirklich kein Notstand, sondern nur Mangel? Wie sehen die Personalschlüssel in den deutschen Krankenhäusern im europäischen und internationalen Vergleich aus? Mach mal eine Weile weiter. Und wie wird der Beste definiert? Ist hier der Preis und die Effektivität maßgebend? Werden hier weiche Faktoren im Arzt-Pflege-Patienten-Kontakt gewertschätzt? Dass das Gespräch auch mal 30 Minuten braucht, wird gar nicht abgebildet. Machen das die Besten dann nicht mehr? Weiterer Punkt, ältere Ärzte scheiden aus, wie eben Thema war, von einem Drittel war die Rede. Wie schaut es mit dem Hinzukommen junger Ärzte aus? Ausreichend oder wie viele oder zu wenig? Und hier eine ganz klare Forderung, also Knappheit führt zu Unterversorgung und nicht zu Effizienz. Effizienz ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Qualität.
Das Gesundheitswesen muss von den Spielregeln der Ökonomie abgekoppelt werden. Mit Menschen und Krankheiten darf und kann kein Gewinn gemacht werden, um diese Gewinne dann sogar noch zu privatisieren und Schulden zu verstaatlichen. Und vielleicht eine Frage, die sich auch auf das Verhältnis Effizienz-Resilienz bezieht. Ich habe viele Dinge gehört, sagt eine Teilnehmerin, die Teile des Gesundheitssystems effizienter machen. Ist aus Ihrer Sicht effizient gleich resilient? Oder was könnte konkret noch zur Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, beitragen, neben Digitalisierung und guten Arbeitsbedingungen und Löhnen für Pflegekräfte? Ich würde sagen, genau diese letzte Frage nehmen wir als erste auf und die gebe ich jetzt zuerst mal an Sie weiter, Professor Bayer. Also, das ist nicht ganz trivial, die Fragen, die jetzt reingekommen sind. Ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Es ist klar, dass wir nicht irgendwie künstliche Knappheit im Gesundheitswesen so erzeugen und dann irgendwie warten, dass irgendwie eine Innovation kommt und so, dass das von alleine geht. Das ist keine Frage. Wir haben ein Grundgesetz und da ist der Staat in Daseinsfürsorge in der Verantwortung, sich um die Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Aber ohne Ökonomie geht es nicht, denn ohne Ökonomie können wir es nicht finanzieren. Ja? Kuba hat kein ökonomisches Gesundheitssystem, aber ich glaube nicht das Beste. Von dem her, glaube ich, ist es ein Irrsinn zu glauben, denn in der Ökonomie geht es um knappe Sachen. Wie kann ich knappe Sachen am besten machen? Ich meine, auch ich habe knappe Spendeorgane. Auch darüber muss ich diskutieren, wem gebe ich die knappen Spendeorgane? Ich finde die Diskussion nicht gut, dass wir zu wenig Spendeorgane haben, aber es ist eine ökonomische Diskussion, wer bekommt sie? Nämlich der, wo der Nutzen am größten ist. Die Vergabe von Eurotransplant, wie Spendeorgane gegeben werden, ist eine ökonomische Diskussion. Er bekommt der Mensch die Spendeorgane, wo die Nutzen am höchsten sind. Das heißt, Ökonomie im Gesundheitswesen ist eine wichtige Frage, knappe Ressourcen so einzusetzen, dass, und das hatte ich ja erwähnt, der Nutzen der Bevölkerung maximiert wird, nicht der Gewinn der Leistungserbringer. Gar keine Frage, dafür stehe ich als Gesundheitsökonom ich bin ja Volkswirt und das ist die Aufgabe eines Volkswirtes, knappe Ressourcen so einzusetzen, dass der Nutzen der Bevölkerung maximiert wird. Das ist kein Selbstzweck. Was war jetzt die konkrete Frage nochmal? Das war jetzt eher ein Statement von mir. Jetzt bin ich noch, glaube ich, eine Antwort schuldig. Die letzte Frage konkret, die Line nochmal aufzunehmen, wie wir das konkret machen können, oder ich bringe ja die Blaupause dann mit. Das war die allerletzte Frage, wie man Effizienz oder Resilienz erreichen kann, genau. nur durch Digitalisierung, wobei das ein ganz wichtiger Punkt ist, durch bessere Arbeitsbedingungen, was ist ganz notwendig, um unser Gesundheitswesen für die nächsten Krisen, das kann ein Hackerangriff sein, das können politische Unruhen sein, das können alles genau. Mögliche. Also sowas wie Hackerangriff in der Tat, dann sind wir wieder beim Cyberwar, das ist ein Megathema, aber ich glaube, um auf Dauer sozusagen das Gesundheitswesen so zu bestehen zu bleiben, ist zum einen die Finanzierung zu klären, neue Finanzierungsgrundlagen zu schaffen, weil wir müssen die Menschen anständig bezahlen. Ich meine, entweder irgendwo muss das Geld herkommen, also es muss ja irgendjemand bezahlen. Das ist keine Frage. Zum anderen, wir machen solidarisch, also wir müssen die Finanzierung auf solide Füße stellen. Ich glaube, das sind noch nicht am Ende. Und ein Faktor ist, das Gesundheitswesen muss mit vielen anderen Branchen buhlen um gute, motivierte Menschen. Gesundheit und Gesundheitsversorgung muss Spaß machen. New Work, sagt man immer. Gell? Sie gewinnen junge Menschen heutzutage nicht in der Generation Y, wenn das Gesundheitswesen gar keinen Spaß macht, keinen Sinn macht. Das muss positiv, man würde sagen positive energy. Ja? Das muss, denn sonst sind wir abgeschnitten und dann können wir noch so gut digitalisieren, aber wenn wir die guten Menschen haben, die Pfleger werden wollen, die Ärztinnen werden wollen und so viele andere Berufe, dann bringt es uns alles nichts. Gehört zur Widerstandsfähigkeit nicht auch der Ausbau der öffentlichen Gesundheit? Wir haben die Gesundheitsämter erlebt, die sozusagen wirklich mit dem Stift in der Hand das Ganze versucht haben aufrechtzuerhalten. Sie haben es ja auch getan, aber unter welchen Bedingungen? Also es gibt den Vorschlag, den öffentlichen Gesundheitssektor massiv zu fördern über eine nationale Agentur für Gesundheit oder heute kam der Vorschlag multiprofessioneller Pandemierat, das muss implementiert werden. Also die öffentliche Gesundheitsvorsorge muss gestärkt werden. Also wir sind auch an den Grenzen
hängen geblieben, wie Gesundheitsämter tatsächlich agieren, und das muss mit einbezogen werden. Da müssen viele Schnittstellen neu geschaffen werden und auch Digitalisierung Einzug halten. Es gibt aber auch sehr, sehr gute Beispiele, zum Beispiel der Rettungsdienst hier in Hessen, auch in anderen Bundesländern, über ein Evena-System super gesteuert. Da sieht man dann ganz genau, wo fährt welcher Rettungswagen hin. Die wissen auch, welche Kapazität hat zum Beispiel Herzkatheter, CPU oder Stroke Unit, hat welches Krankenhaus gerade frei. Da ist schon viel passiert, aber da ist noch wirklich Luft nach oben, auch in dem öffentlichen Bereich, damit es einfach mehr flutscht. Pandemieverfolgung, alles, ja, genau, hat es wirklich da gehakt. Also ja, nochmal die Frage, ist das eine wirklich wichtige Aufgabe auch für die nächste Bundesregierung, diesen Teil, diese öffentliche Gesundheitsvorsorge, Fürsorge, Daseinsfürsorge zu stärken? Dabei was? Oder frage ich Sie? Ja. Genau, Entschuldigung. Denn, das geht Sie an. Genau ich habe ja ein Gesundheitsamt. Und das war für die natürlich auch Neuland, das ist ganz klar, weil bislang waren die Amtsärzte an den Schulen etwa, oder sie waren auch sehr viel beschäftigt eben mit Mitarbeitern aus den umliegenden, aus den Ministerien, aus den ganzen Häusern, den ganzen Verwaltungen, um halt Untersuchungen vorzunehmen und so weiter. Das war auch schwierig, in den letzten Jahren Personen zu finden, die bereit waren, auch Ärzte, aber nicht nur, auch andere Mitarbeiter, die andere Tätigkeiten getan haben, weil einfach die, ich hatte es vorhin schon mal so gesagt, die finanziellen Bedingungen nicht so gut waren, wie sie eigentlich sein sollten. Und also sie waren deutlich niedriger eingruppiert als beispielsweise eine Ärztin, ein Arzt, eine Pflegeperson im Krankenhaus. Und da müssen wir ran. Und da ist jetzt ist so ein kleiner Schub gekommen vom Bund, dass man gesagt hat, dass man für die nächsten Jahre zusätzliches Personal den Gesundheitsämtern gibt, an die Hand gibt. Und dann habe ich aber wiederum dann eingeworfen, habe das auch gegenüber dem Ministerium auch deutlich gemacht, dass es aber auch wichtig ist, dass sie so bezahlt werden, als seien sie in einem Krankenhaus oder vergleichbar, vielleicht in einer anderen Praxis, in einer Arztpraxis. Und denn sonst haben wir wieder das gleiche Problem, dass wir niemanden finden, der das macht. Und diejenigen, die es bei uns machen, da bin ich ja wirklich froh, die machen das mit Werf, also wirklich mit viel Gefühl und mit Herz, sonst würden die das gar nicht ertragen können, sozusagen. Ja? Und das ist für mich wichtig für die Zukunft, dass man da nicht so eindimensional dann sagt, ah ja gut, dann kriegt ihr eben 20 Leute mehr. Ihr kriegt 20 Leute aufgestockt. Das ist schön, aber hilft in Teilen, muss funktionieren. Ich muss meine Selbstkritik an der Stelle sagen. Ich habe vor der Pandemie in meinem Skript mal nachgeschaut, wie viele Folien in meiner Vorlesung Einführung in die Gesundheitsökonomie zum öffentlichen Gesundheitsdienst drin waren. Es waren 3 von 450 Folien. Gebe ich offen ehrlich selber zu, habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist was, wo ich selber... Also ein wichtiger Hebel eigentlich. Ja, man muss mal die Selbstkritik auch mal sagen. Man tut immer so, als wüsste man immer. Also natürlich diskutiert man über Public Health und solche Sachen. Keine Frage. Aber wir hatten es, glaube ich, wirklich zu wenig auf dem Schirm. Das wird nicht mehr passieren. Ich glaube, da ist man jetzt dran. Ich meine, der Herr Hornibel wäre vielleicht auch dafür, dass man sagt, machen wir 2/3 des medizinischen Dienstes. Das machen wir dann öffentliches Gesundheitsdienst. Deswegen kontrollieren wir weniger beim MD. Und schon haben wir das Personalproblem gelöst. Nein, aber in der Tat, das haben wir jetzt gelernt und da müssen wir auch ran. Und das heißt nicht, dass wir irgendwelche fiktiven Behörden aufbauen. Das, glaube ich, ist auch nicht das Richtige, aber da müssen wir ran und das haben wir alle zu wenig berücksichtigt. Also ich kann nur von mir sagen, auch ich habe es zu wenig auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich. Haben wir die meisten Fragen, die aus dem Off kamen, beantwortet? Es gibt noch vieles, also manches, was auch in eine ähnliche Richtung geht, sagt eine Teilnehmerin, die Frage bleibt, ist das Mittel der monetären Honorierung von medizinischen Dienstleistungen das richtige Instrument? Es gäbe viele Beispiele, die dagegen sprechen. Und ein anderer Teilnehmer stellt fest, der Staat ist zwar nicht immer der bessere Unternehmer, aber was ist mit den Fehlanreizen des DRG-Systems? Stationen, die sich per DRG-System prinzipiell nicht tragen können, Amputationen von Diabetesfüßen statt kostenaufwendigerer Erhalt.
Notfallversorgung, die unterbezahlt wird und. Und dann noch zwei Punkte, die ich ansprechen wollte. Da geht es um die medizinische Qualität der Leistung. Als Patient möchte ich doch aber, dass der Arzt den Eingriff beherrscht. Dazu ist ja die Mindestmengenregelung sinnvollerweise eingeführt worden. Sicherheit verschafft mir das als Patient nicht, wenn ein nicht routinierter Arzt mich operiert. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der sich auf die politische Einflussnahme bezieht, aber nicht auf die nächste Bundesregierung, sondern darüber hinausgeht. Welche Lösung sehen Sie bei dem politökonomischen Problem, dass man langfristige und strukturelle Veränderungen bräuchte, aber politische Entscheidungsträger nur für eine absehbare Zeit gewählt werden? Also im Grunde kein Anreiz besteht, Dinge anzuleiern, deren Ergebnisse in der Zukunft liegen und einem selbst möglicherweise nicht mehr zugerechnet werden. Ich finde, das ist ein sehr schönes Stichwort für die Abschlussrunde. Wir sind ja gerade in einer sehr spannenden politischen Phase und diejenigen, die sich möglicherweise tatsächlich zusammenfinden, haben vor, für die nächsten 10 Jahre nachhaltige Grundlagen zu legen in ganz vielen Lebensbereichen. Natürlich geht es da auch viel um Klimapolitik, aber es geht ja auch um die Transformation unserer Arbeitswelt. Aber das Gesundheitswesen muss, um widerstandsfähig und resilient zu sein, nachhaltig sein. Deshalb möchte ich die Schlussrunde mit Bitte um kurze Antworten einleiten. Was erwarten, was erhoffen Sie sich von der neuen Bundesregierung mit Blick auf das Gesundheitswesen? Frau Schäfer, Sie fangen an. Da müsste ich erst mal abwarten, was daraus rauskommt. Ich erwarte selbstverständlich, dass das Gesundheitssystem, egal welcher Couleur es am Ende wäre, ja, ich meine, Sie haben sich ja jetzt wohl geeinigt, ja, aber ich erwarte von Ihnen, so wie ich es von jedem anderen erwarte, dass Sie sich dafür einsetzen, dass es funktioniert und dass wir genügend, dass wir auch Anreiz geben, die es Leuten ermöglichen zu sagen, jawohl, da habe ich wirklich Lust, daran zu arbeiten. Das ist für mich ganz entscheidend. Für mich ist aber auch wichtig, dass wir diese Bürokratie, die oftmals damit verbunden ist, dass wir die in Teilen wenigstens, ich weiß ja, die ist für irgendwas ist die ja gut, ist ganz klar, aber wenigstens bei bestimmten Gelegenheiten, wo es einfach notwendig ist, dass wir die dann mal über Bord setzen können und dass wir etwas flexibler werden. Das wäre so mein Wunsch. Und ich will ein Beispiel noch sagen, das wollte ich eben vorhin noch gesagt haben, dann habe ich es vergessen. Wir alle wissen, also ich kann mich gut erinnern an Diskussionen, die wir mal hatten, wo es um die Gemeindeschwester ging. Ich fand, das ist aus dem Nachhinein betrachtet, ist das eine tolle Einrichtung gewesen. Das war super. Das war wirklich eine Frau mit Herzblut, die da ihre Patienten sozusagen kannte und die für jeden irgendwie so das Richtige auf Lager hatte. Natürlich gab es da auch Ärzte und natürlich kam man da auch ins Krankenhaus, wenn es nicht anders ging. Das ist ganz klar. Und dann war ich mal in einer Situation, wo ich festgestellt habe, dass bei uns im Landkreis, nämlich an den beiden Enden, es Probleme geben könnte oder es Probleme gab, dass Menschen nicht genügend versorgt waren, die alleine für sich gelebt haben im Alter. So, und was haben wir jetzt hingekriegt? Nach einigen Jahren, jetzt haben wir es hingekriegt, wir haben eine Gemeindeschwester sozusagen in Auftrag gegeben, die angedockt ist an einem Pflegedienst und die tatsächlich genau das macht, sich um die Menschen zu kümmert, die nicht so rufen, ja, die aber zu Hause sind, aber trotzdem Ansprache brauchen, Betreuung, wo man mal Zeit hat, mit den Menschen mal zu reden. Und das ist für mich so ein Ausblick, wenn ich das so ein Wunsch, ja, so wie ich es mir vorstellen könnte, dass wir da wieder hinkommen. Was ist Ihr Wunsch oder was schreiben Sie der zukünftigen Bundesregierung ins Hausaufgabenbuch? Also vier Punkte vielleicht ganz kurz. Der erste ist mehr Vertrauen statt Bürokratie und Kontrolle und Regelung. Und das setzt aber auch voraus,
dass man abgeht von einem Glauben, das ist der zweite Punkt, dass durch mehr Input, also mehr Pflegekräfte ins System rein oder mehr Ärzte ins System rein, die ganze Sache besser wird, sondern man muss wirklich die Ziele festlegen und sagen und den Outcome versuchen zu messen, also wie ist wirklich die Behandlungsqualität, nicht nur im Sinne der Ergebnisqualität, wie lange hält auch der Behandlungserfolg danach und da, das ist der dritte Punkt, können eben viele Akteure dazu, nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Krankenhaus tolle Arbeit machen, die dann riskiert wird, weil eben der Anschluss nicht richtig funktioniert, weil Informationen fehlen, weil Kommunikation fehlt, weil vielleicht es gar keinen Anschluss gibt, weil es nicht gut aufeinander abgestimmt ist. Also die Überwindung der Sektorengrenzen als dritter Punkt. Und der vierte ist tatsächlich ein fairer und offener Austausch und Dialog mit den Krankenhäusern über die Bereinigung der Krankenhauslandschaft. Nicht durch die kalte Küche, sondern mit offenem Visier und jenseits der politischen Notwendigkeiten, die ich ganz gut verstehen kann, wirklich rein inhaltlich und im Hinblick auf die Versorgungssituation der Bürgerinnen und Bürger in den verschiedenen städtischen und ländlichen Regionen zugeschnitten und gute Übergangslösungen, um das zu erreichen. Herr Professor Weiversen, haben Sie das letzte Wort? Das vorletzte. Ja, genau. Also auf alle Fälle wünsche ich mir, dass man Mut hat, Dinge insofern anzugehen, dass man nicht, wir in Deutschland haben immer gern, dass alles gleich sein muss. Gleichwertig steht in der Verfassung. Und Gleichwertigkeit heißt, dass man in unterschiedlichen Regionen was machen kann. Und dass man die Freiräume gibt, und dazu zählt Vertrauen, diese Möglichkeiten zu schaffen. Es ist vorher von dem Talk hier angekommen worden, Staat ist besser, aber das DRG-System ist immer auch vom Staat gekommen. Das ist ein Gesetz und der Gesetz macht immer noch der Staat. Dass wir einfach versuchen, wirklich neue Versorgungen einfach mal zuzulassen, im Zweifel auch mal den Mut haben, sowas wie eine Gemeindeschwester einfach mal auszuprobieren. Und dann ist mir ganz wichtig, dass wir, wobei die Politiker selbst ja drunter leiden, unter dem Mobbing und Mobs, die sie bekommen von aufgebrachten Bürgerinnen und Bürgern, dass wir wirklich schaffen, einen Bürgerdialog zu führen, um im Sinne einer gelebten Demokratie und nicht gegen irgendwelche abstruse Verschwörungstheorien anzukämpfen, sondern im Sinne der gelebten Demokratie wirklich die Chance bieten, dass die Regionen eine gute Lösung finden und dass auch Geld dafür bereitgegeben wird und dass auch vielleicht die Kommunen eine Unterstützung in der Kommunikation bekommen, mit auch im Zweifel Wutbürgern eine Diskussion zu führen, um so viel wie möglich mitzunehmen. Denn das müssen wir, müssen die Menschen mitnehmen. Und wenn wir sie nicht mitnehmen, dann verlieren wir sie. Und dann passiert was nicht Gutes. Und das ist mein Wunsch, dass man das auch im Gesundheitswesen versucht anzugehen. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, es ist mehr möglich, als es jetzt ist. Vielen Dank Ihnen allen. Es wird auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema für die nächste Bundesregierung, allein schon vor dem Hintergrund, dass der Offenbarungseid gerade noch durch Steuergelder abgewendet werden konnte. Der Staatssäckel ist leer geworden in der Pandemie und die Gelder müssen so eingesetzt werden, dass sie auch wirklich sinnvoll angewendet werden. Es gehört viel Mut dazu, haben Sie gesagt, es gehört viel Durchsetzungskraft mit Sicherheit dazu, das System so zu reformieren, dass die wertvollen Ressourcen bestmöglich eingesetzt, genutzt werden, damit man die Menschen gut versorgt und damit wir die nächsten Krisen, welcher Art auch immer sie sind, sie werden gewiss kommen, das steht fest, auch wirklich gut oder viel besser noch meistern als jetzt. Vielen Dank Ihnen allen, auch Ihnen fürs Zuhören. Ich darf ganz am Ende auch noch was sagen, mich nämlich bei Ihnen allen hier vorne auf dem Podium für diese wunderbare und vielschichtige Diskussion bedanken, auch bei Ihnen, die zur Diskussion beigetragen haben, die Sie hier waren und im Chat Fragen gestellt haben. Verzeihen Sie es, falls vielleicht nicht alle Ihre Aspekte erörtert werden konnten. Ich habe gemerkt, das Thema ist so groß, es reicht für viel, viel mehr als nur einen Abend. Treiben Sie also die Debatte weiter, wo Sie auch sind, ob in der Landespolitik, im Krankenhaus oder in der Pflege oder an allen Orten. Ja, wir machen weiter hier in der Akademie, leider erstmal nicht mit diesem Gesundheitsthema, obwohl auch das immer wieder hier vorkommt. Ich für diejenigen, die sich für den Wirtschaftsbereich interessieren, da darf ich Ihnen schon mal nahelegen,
Ab 8. November haben wir wieder die Fair Finance Week, in diesem Jahr mit 3 Veranstaltungen hier im Haus. Ich denke, dass das auch eine Menge von Menschen interessieren wird. Vielen Dank, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause und hoffentlich ein nächstes Mal wieder hier live oder per Zoom.